In der heutigen Folge tauchen wir ganz tief in die Göttinnenenergie ein. Wir beantworten Fragen und geben Impulse, wie eine Göttin ganz konkret reagieren oder mit unterschiedlichen Lebenssituationen umgehen würde. Wir reflektieren gemeinsam und geben wertvolle Tipps, wie genau wir die Qualitäten einer Göttin in Bezug auf Männer, Dating und Liebe umsetzen können. Pudel Knockout, der Podcast von und mit Lila Sauerschnick und Stefanie Scharawega. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deeper als Deep Talk. Pudel Knockout. Herzlich willkommen zum Pudel Knockout Podcast. Du hörst die wundervollste und göttlichste Stimme von Hör mal auf, Lila und Steffi. Und wir freuen uns natürlich so sehr, dass wir hier wieder gemeinsam sitzen, unseren obligatorischen Podcast morgen, Mittag, Abend, wo auch immer du gerade bist, ja, wir ihn gemeinsam haben und auf das freuen wir uns richtig, wie immer, so richtig, richtig. Wir sind im, wie soll ich sagen, in der ärgsten Energie, die Lila und ich, wir sind in der, wir fliegen Energie, kann man fast so sagen. Wir sind schon ein bisschen abgehoben, jetzt ein bisschen in andere Sphären eingetaucht, weil bei uns geht so flashig, so flashig, so flashig. Und dann drüber. Geht die ganze Zeit so. Ich wackel schon, wie so, oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert wieder? Wirklich. Ja, voll. Also wir haben da, glaube ich, auch in der Früh heute in der Story schon gepostet, dass es sind so aufregende Tage liegen hinter uns und vor uns. Also wir wissen das, ja. Also wir spüren es auch. Es ist gerade richtig, richtig schön und aufregend und es dreht sich ja alles um diese göttliche Energie, Goddess Energy, Goddess Identity und so weiter und so fort. Und Lila, wie geht's dir denn eigentlich da so gerade so in unserem Dasein? Ich glaube, man hat gar kein Wort mehr dafür. Wir müssen ein neues erfinden. Nein, super geht's mal. Was ist die Steigerungsform von göttlich, gell? Ja, genau. Was ist das dann wirklich? Keine Ahnung, wir werden dort landen, Lila. Wir werden die Masterclass halten, die nächste dann. Nach Goddess Identity kommt dann das nächste. Das ist klar. Nein, alles einfach nur ober, schön, glücklich, verliebt. Alles ist einfach nur perfekt gerade, muss ich echt sagen. Und voller, es ist die Leichtigkeit so da, die liebe ich halt so, gell? Ja. Und dieses mit der Energie gehen, das ist halt so präsent bei uns gerade, dass alles so float. Ja. Das ist immer wieder im Englischen. Ja. Irgendwie kommt es immer wieder einer, gell? Aber was willst du machen? Es ist einfach so. Und ja, so wie dir halt wahrscheinlich, ne? Ja. Würde ich sagen. Definitiv. Gleichschwingende. Ja, genau. Die Gleichschwingenden geht es immer gleich. Ist so. Also hast du ja alles gesagt. Und bevor wir da jetzt heute wieder komplett eskalieren und auszucken, wie gut es uns gerade geht. Aber es ist uns auch wichtig, das mitzugeben, weil es ist eh oft nicht leicht da draußen. Und da, wenn schon unsere wundervollsten Frauen, die da mit uns sind, also du, schönste Frau, ja, die da mit uns ist, da bei uns reinhört, dann darf sie bitte einfach auch angesteckt werden von Good Vibes, Goddess Energy und was ist Energy. Also deswegen ist uns ja auch ein bisschen wichtig, dass wir einfach auch so, und wie soll ich sagen, unsere gute Energie, unsere Liebe da auch teilen und sie nach hinausbringen. Und es gibt viel zu viele negative Nachrichten und schwere Geschichten und keine Ahnung was. Und bei uns gibt es halt viel Good News und Good Vibes und diese Geschichten. Und ich glaube, das macht einfach ganz viel, egal in welche Richtung wir eintauchen, ob wir entweder in die eine Seite eintauchen und uns ständig mit, wie soll ich sagen, runterziehenden Nachrichten vollfüllen oder ob wir dann Gelegenheit haben, uns auch einmal mit wunderschönen Geschichten und, wie soll ich sagen, erhebenden Nachrichten vollfüllen. Das macht einfach einen Unterschied in der Qualität unseres Tages, in der Qualität unserer Woche, in der Qualität unseres Lebens. Und das ist ja etwas, wie wir auch leben, was uns ganz wichtig ist. Wir predigen das eh immer wieder und immer wieder,
wie wichtig es ist, dass man sich dazu entscheidet, wie man denken möchte, wo man hinschauen möchte. Und wir entscheiden uns halt definitiv für die Liebe. Und zurzeit geht es halt bei uns halt wirklich gerade extrem ab. Und deswegen wollen wir das gar nicht zurückhalten, weil gerade wir Frauen sind ja oft so gestrickt oder so gepolt oder so erzogen, dass man ja lieber mit diesen Sachen zurückhält, um nicht zu großkotzig zu sein oder nicht zu angeberisch zu sein. Und man ist lieber leise und freut sich. Die Männer sind ja da anders. Die Männer können ja ihre Erfolge laut feiern und ihre Erfolge nochmal übertrumpfen und nur uns drauflegen und jedem erzählen. Und wir Frauen sind dann eher die, die so ein bisschen in den Hintergrund rücken und gar nicht sagen, was wir alles gut können und gut machen. Stimmt, ja. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach auch ganz wichtig, dass wir da ganz bewusst auch damit rausgehen und einfach auch teilen wollen, dass uns gerade so gut geht und es so leibend ist, weil es einfach zeigt, was alles möglich ist und weil es einfach auch ansteckend ist. Ja, das wollen wir ja. Alle, wir wollen die alle da auf unsere Seiten holen. Färben mit unseren wirklich goldenen Liebeslicht. Das ist ja auch irgendwo, ich weiß nicht, ob Berufung das richtige Wort ist, aber so fühlt es sich für uns an. Schon. Dafür sind wir da. Das ist unsere Aufgabe, ein Seelenauftrag, dass wir die Good Vibes verbreiten, dass wir da schauen, dass man in Fülle kommt. Da, dabei wollen wir unterstützen. Ja, und deswegen machen wir eine Goddess Identity Masterclass, unter anderem. Aber das ist das, was drüber steht. Da wollen wir noch mehr haben, die genauso fühlen, genauso sich dazu entscheiden, wie wir in Wirklichkeit. Genau. Ja, das ist der schönste Seelenauftrag, den man haben kann, ganz ehrlich. Vor allem mit unserem Schmäner dazu, dann haben wir wieder ein paar humoristische Beiträge dazu. Geschichten. Ja, genau. Über die nur wir aber lachen, nein, andere lachen auch mit uns. Ja, naja, ja, oh ja, will ich schon fast sagen. Jetzt haben wir schon auch schon in den Coaching schon ein bisschen. Der Michi hat letztens gesagt, ich habe ihm diese Geschichte erzählt von unseren ganzen Vögeln und Tieren. Ich habe die auch erzählt. Und Seepferdchen und keine Ahnung was. Und der so, der wird dann, der Michael ist die Jungfrau vom Sternzeichen und er ist da sehr korrekt dann und sagt, seid ihr eh noch professionell? Das ist so, sag ich, hallo? Ich meine, wie können wir nicht professionell sein? Ja? Es war ein professioneller Input, weil es geht darum, dass es Tiere gibt, die sich für einen Partner entscheiden und für immer zusammenbleiben. Das war unser Ding, dort wollten wir hin. Und das ist halt dann so, weil es gibt bei Menschen genauso. Ja? Ja. Wenn man mal nicht dran glaubt, dann kann man sich immer wieder auch aufs Tierreich berufen. Und da sind wir auch, haben wir bei uns halt ein bisschen reingesteigert, wie man uns halt so kennt. Vor allem dann im Nachhinein, wenn wir wir sind ja falsch springen auch. Das ist das Thema, wirklich. Und auch so lustig, wenn wir dann so im Coaching uns dann so schön zusammenreißen und dann nicht hineingehen, dass wir jetzt zum Lachen anfangen, weil wir uns beide so blöd gerade finden, weil wir uns denken, oder wo kommt jetzt diese ganze Tierfachexpertise her? Ja, so was, ja, wirklich, ja. Und dann ist aus das Coaching und wir gehen wirklich, eine spricht nur diese eine Sequenz an und die Tränen kullern nur so vor lauter Lachen, weil wir uns denken, bitte, was rennt uns ab in Wirklichkeit? Gell? Wirklich, aber wo kommt's her? Auf einmal bricht es aus. Ja, aber so, wir wollen ja authentische Coaches auch sein. Genau. Ja? Wir sind authentische, professionelle Coaches, das kann ich wirklich sagen. Wir sind ja da auch sehr und eigen. Das ist, ich meine, muss man sagen, wie es ist. Gell? Wir sind ja nicht die 0815 nicht Coaches, 0815, wo man da steif sitzt und keine Ahnung was, sondern bei uns geht das sehr familiär zu in den Coachings. Ja. Also das ist, und die Energie ist uns auch wichtig. Mhm. Das ist ja Energie, die da drinnen der ist die Good ganze Vibes Zeit. Wieder. So ist es, ja. Und da kann man dann, da lacht man auch gemeinsam und jeder reißt dann Schmäh, nicht nur wir zwar, sondern da kommen wir dann dort in die Ecken auch, ja. Und ja, ja, wir das liebe ich das halt. Ich auch, ja, das ist einfach, unser Leben ist halt einfach lustig. Und lustiges voller Liebe. Und so schön und so toll und so lärmend und so fleißig. Und so fleißig sind wir auch noch. Gescheit sind wir auch noch, ja. Mein Gott, nein, aber ja, um da jetzt dann nicht weiter auszuufern, ich meine, das ist ja alles. Ist schon spät. Ja, ist schon ausgeufert. Wollen wir in die heutige Thematik eintauchen und die ist uns ganz wichtig auch, weil wir lieben das, was wir heute da vor uns haben, weil wir haben vor, genau, ich habe jetzt nachgeschaut, das war genau vor einer Woche, haben wir bei uns auf Instagram eine, wie soll ich sagen, eine Frage gestellt, was beschäftigt dich gerade? Und wir haben auf diese Frage, ohne zu übertreiben, weit über 300 Antworten bekommen. Ein bisschen eskaliert. Ja, es ist ein bisschen eskaliert, also das sind wir noch nicht gewöhnt, weil bei uns steigert ja sich gerade alles. Und früher, wenn wir eine Frage gestellt haben, sage ich mal, haben wir zwischen 10 und maximal 100. Da ist aber schon ganz ordentlich. Da waren noch die Zeiten, da war A-Frage. Ja, genau. Wenn überhaupt. Und das war sowas wie schönen Sonntag wünsche ich euch. Danke, und da haben wir uns schon gefreut. Ja, genau. Aber diesmal ist es wirklich, also es waren weit über 300 Antworten, die gekommen sind. Und ich habe
wir haben ja versucht, da auf Instagram jede einzelne zu beantworten und auf jede einzelne reinzugehen. Und es hat nicht aufgehört. Es ist jedes Mal, wenn man 5 neue beantwortet hat, sind circa 30 neue dazugekommen. Wir sind nicht mehr nachgekommen. Also es war wirklich dann schon, um Gott, wir dürfen da keinen auslassen. Wir wollen ja da auch niemanden auslassen. Das ist uns auch immer so wichtig. Also wir sind ja so dankbar für jede Beteiligung, für jeden Austausch, für jede Nachricht, für all die Liebe, die wir da bekommen. Das ist ja für uns essentiell. Davon zehren wir ja. Da tanken wir ja unseren Liebespeicher auf bis zum geht nicht mehr. Also und wir wollen aber auch keinen überlassen oder irgendwie das Gefühl geben, der wurde da jetzt übersehen, übergangen oder sonstiges. Das heißt, wir haben dann so ein bisschen einen inneren Stress wie Durma. Und dann kam die gescheite Lila daher und hatte diese mega Idee. Das bin ja ich. Ja, das bist du zufälligerweise. Ja. Warte, habe ich meinen Namen gehört. Göttliche, fleißige, schöne, tolle. Danke. Gescheite Lila, ja. Die kam daher und hat gesagt, hörst du, wir könnten das ja im Podcast bitte beantworten. Das passt gerade so gut rein. Und da wirklich da hineinzugehen, all diese, wie soll ich sagen, Antworten und Fragen, die da kommen, wie würde man das aus göttlicher Sicht oder mit der Goddess Energy, mit dieser Göttinnen-Energie, mit dieser Göttinnen-Identität, wie würde man da auf diese Themen eingehen, wie würde man diese Fragen beantworten, wie würde man damit umgehen? Und das ist eine mega Idee, Lila, die du da sozusagen geboren hast. Und das ist der heutige Plan. Genau, mit unserer Energie. Und wenn wir das dann erzählen, kommt es nochmal ganz anders über, als wenn man es nur schreibt, sage ich jetzt einmal. Und da wollen wir uns ja eine steigern. Ah, das ist ja unser bedingt. Ding. Nicht? Wir haben ja viele Fragen bekommen, wo wir uns reinsteigern wollen, unbedingt. Ja. Wo man das gar nicht schreiben kann, was da ja so aus uns rausgeht. Na, gell? Ja, eben. Vor allem kommt dann wieder ein Impuls von Steffi, einer von der Lila, und dann sind wir wieder dort und dann atmet es wieder aus und sind wir wieder wo ganz woanders. Aber so ist es halt Buddelnockert, ne? So sind wir heute. Darum geht's. Ja, das ist heute der Plan, und das heißt, wir gehen auf so gut wie alle, schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Also wir haben ja viele schon beantwortet, aber die nicht beantwortet wurden, die greifen wir heute auf. Wir haben alle rausfotografiert und werden auf alle eingehen. Wir werden entweder direkt beantworten, Fragen beantworten, oder sind ja manchmal Lebenssituationen, was beschäftigt dich gerade. Manchmal ist es einfach eine Lebenssituation, die diejenige Frau beschäftigt, und wir werden darauf einfach damit ein bisschen reflektieren. Auf göttliche Art und Weise, Göttinnenart und Weise, das ist göttliche, wir sind ja Göttinnen, das ist ja noch einmal was ganz anderes, ja. Auf Göttinnenart und Weise mal da reflektieren und reinspüren, und vor allem uns geht es da ganz viel um an hohen Selbstwert, uns geht es da ganz viel um dieses High Value, was wir auch gesagt haben. Es geht wirklich darum, nicht, was verdient jede Einzelne von uns und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es kann sich jede von jeder einzelnen Frage oder von jedem einzelnen Beitrag ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Also ich würde sagen, let's absolut do it, richtig. Let's start, um im Englisch zu bleiben. Yes. Go, let's go. Go, 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 girl. Go, go, go. Okay, ich würde sagen, Lila, du fang an mit der ersten Frage, jawohl, Beitrag, was auch immer da jetzt kommt. Wir machen das abwechselnd. Jawohl, dann let's go. Erste Frage, die uns gestellt wurde, erste wertvolle Frage. Ja. Wenn jemand sagt, er will uns nicht aufgeben, aber ich soll ihm noch Zeit lassen, wie lange muss ich dann warten? Wichtige Frage. Also Stephanie, es geht gleich einmal, der erste Alarm, der hochgeht, der Göttinnenalarm, der hochgeht, ist dieses, wie lange muss ich warten? Das ist ja für uns ein Thema, dieses Warten, was wir sehr oft bei den Frauen haben, was wir sehr oft als Nachrichten bekommen. Ich warte, 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 und irgendwann wird er sich schon anders entscheiden, und ich bleibe einfach in dieser Warteposition. Und für uns ist dieses Warten, da kommt gleich wirklich, da steigt es gleich ein bisschen auf und denkt wirklich dieses, du bitte, du bist eine Göttin, du brauchst überhaupt gar nicht warten. Entweder der weiß, was er will, und kommt in die Gänge und strengt sich an, dass er mich bekommt, ja. Aber warten tue ich sicher auf gar niemanden. Und das ist wirklich auch, glaube ich, das Wichtigste in dem Ganzen drin. Niemand kann dich in eine Warteposition versetzen, außer du selbst. Also auch wenn er sagt, gib mir bitte noch Zeit, ja, ich entscheide mich dann, in der Warteposition zu bleiben. Der kann sich alle Zeit der Welt nehmen, aber ich lebe dabei mein Leben. Und wenn er dann draufkommt, das ist doch die Frau, die ich möchte, und dann beginnt, um mich zu kämpfen und sich da reinzuhauen und sich anzustrengen, dann überlege ich mir, ob es für mich jetzt noch passt, ob ich möchte oder nicht, aber ich warte sicher nicht die ganze Zeit, bis er da draufkommt. Ich möchte einen Mann, der weiß, dass er mich will. Punkt. Punkt. Was würdest du sagen, Lila? Oh, ganz was anderes. Nein, alles gesagt. Und ich möchte vielleicht noch dazu betonen auch, dass wenn wir,
man kennt das ja, dieses Warten auf. Ja? Es ist uns ja allen irgendwo schon mal passiert. Aber man spürt ja auch, wie das zumacht. Ja? Ja. Wenn ich auf jemanden warte, mache ich mich ja mal kleiner. Das heißt in Wirklichkeit, ich mache mich auch abhängig. Ja. Mache mich abhängig von einer Meinung, von einer Antwort, von einem Menschen im Außen. Und somit bin ich handlungsunfähig, um es jetzt einmal so ein bisschen noch zu runterzubrechen in Wirklichkeit. Das heißt, ich kann mein Leben nicht ganz frei gestalten, weil ich ja ständig im Hinterkopf habe, dass ich ja noch da auf eine Antwort warte, dass ich dann frei bin. Das glaubt es dann in uns, wenn wir uns so klein machen und eben auch nicht im High Value sind. Und das hat halt einfach keine Göttin von uns notwendig. Never, ever. Das will ich nur nochmal betonen. Ja, wir dürfen da aussteigen, ganz bewusst uns rausnehmen aus der Warteposition. Wir sagen auch immer gern aus dem Wartezimmer, genau. Weil wir sitzen da drinnen. Das heißt, wir können auch aussteigen, die Tür aufmachen und rausgehen. Ja, ganz klar. Und das liegt halt auch an uns. Und der Richtige wird dich auch nicht warten lassen. Das will ich auch nochmal betonen. In Wirklichkeit. Das ist ja auch, ich meine, wenn man auf das eingeht, wenn jemand sagt, er will uns nicht aufgeben. Ja. Was, ich meine, was ist das für ein Spielchen? Ja, genau. Ich will uns nicht aufgeben. Das ist schon fies auch, was ich meine. Wartest eh noch ein bisschen, weil ich brauche jetzt noch 3 Wochen bis 3 Jahre. Was will er noch ausleben oder was will er noch? Noch frei sein oder keine Ahnung was. Weißt, das ist schon fies. Ich finde das echt fies, das zu sagen. Weißt du, weil es ist ein bisschen so, es ist, wie soll ich sagen, eine Manipulation drinnen auch. Dieses, er gibt mir das Gefühl, ich bin ihm wichtig. Aber er kann jetzt noch nicht, weißt du, ich meine? Und genau. wenn er noch in einer Beziehung ist oder sonstiges, dann ist er es eh nicht. Ja. Dann krieg er mal deine Sachen auf die Reihe. Ich meine, wirklich, wir sind da heute mal ganz direkt und wollen wir wirklich auch in heute diese... Heute sind wir die ganze Ohren. Ja, das meinen wir aber in aller Liebe zu uns allen, ja, für alle Frauen da draußen, weil wir einfach, das brauchen wir jetzt, wir brauchen das nicht herumeiern. Lasst uns da mal ganz deutlich drüber sprechen. Punkt. Ich will auch wirklich auch noch dazu sagen, es geht ja wirklich auch uns, dass jeder... für sich ein erfülltes Leben führt, dass er genießen kann in Leichtigkeit, dass er gestalten kann, wie er das möchte und so, wie die Göttin das möchte, weil darum geht es, dieses Wollen, wie möchte ich es? Und da ist halt Warten nicht drin. Ja. In der Grundhaltung, in der Göttinnen-Grundhaltung, sagt keine Göttin ein gutes Wort heute. Ja. Das geht sich nicht aus. Und das hat auch keine notwendig und keiner verdient. Keiner braucht auf irgendeine Antwort warten. Definitiv nicht. Nein. Ist einfach so. Und die Aufgabe ist einfach darin, wirklich zurück, also sich rauszunehmen, bewusst aus der Warteposition und wirklich lenk dich ab am Anfang, mach Dinge, die dir gut tun und so weiter. Geh zurück in dein Leben. Geh in dein Leben. Lebe dein Leben und gestalte dich daraus. Es für dich. Ja, genau. Aus. Und nichts anderes geht's. Gut, nächste Frage. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen zügiger machen, denke ich mal jetzt gerade. Das wären das wieder 27 Teile. Wir machen Teil 2. Das fallen uns dann ein. Was? Ich habe eine spontane Idee, wie Göttin da ist. Wir hören da jetzt auf und machen jetzt einen neuen Teil. Das kann aber heute passieren, ich sag's dir nur. Nein, wir bringen das heute zum Ende. Alles, was heute drankommt, kommt dran. So schaut's aus. Okay. Punkt. Punkt. Pech gehabt. Die Göttin Energie hat gesprochen. Ich mache sicher ganz gar keine Ausrichtung. Wirklich. Super. Nein, okay, nächste Frage. Also, es ist eine, was beschäftigt dich gerade? Ich bin in eine Affäre verliebt, am Ende ist trotzdem jeder in seiner Beziehung geblieben. Mhm. Ja. Ja, so ist das halt. Die Steffi zeigt mir ein Zeichen. Ja, warte, lass mich kurz in mich gehen erst. Sag aus! Steffi hat schon wieder einen Stress da. Ja, in Wirklichkeit ist das passiert, was eh immer passiert. Ja? Also als Affärenfrau da rauszukommen und dann da in diese Beziehung einzusteigen, es ist halt sehr selten der Fall. Und deswegen ja natürlich, wenn das ist wahrscheinlich auch nicht leicht, könnte ich mir vorstellen, die ganze Geschichte. Aber wenn jeder wieder in seiner Beziehung geblieben ist, ja, ja, so ist das halt dann, gell? Das sagt er jetzt. Steffi nickt und starrt mich an. Ja, ja, nein, du hast sowas darf beschäftigen, das verstehe ich schon alles. Aber das ist halt auch oft, auf das will ich jetzt einfach nur hinaus, ganz ehrlich. Das, was halt dann einfach auch die Konklusion ist, da kommt er dann nicht mehr raus, wenn du in einer Affäre bist. Sehr oft. Ja. Zu 99,99999%. Ist so. Ja. Mhm. Ich kann das aus der Frage nicht ganz herauslesen, wie viele Gefühle da im Spiel sind und so weiter und so fort. Deswegen ist es einfach eine sehr rationale Antwort. Ja, sagen wir es mal so. Sagt die Göttin in mir. Also man versteht das ja komplett. Gell? Also das ist in die Affäre verliebt. Gell? Das passiert dann. Gell? Wir lassen es dann auf einen anderen Menschen ein und dann kommen immer mehr Gefühle da dazu. Und wir erleben das ja. Es ist ja. Wir haben ja sehr viele Frauen, die aus Affären kommen oder in der Affäre drin stecken.
die oft jahrelang hoffen, dass sich das irgendwie auflöst und sie dann zusammenkommen und die kommen halt einfach nicht zusammen. Und das ist wirklich hart und da darf man sich wirklich schon schon einen Schritt davor oder jetzt einfach wirklich ganz klar überlegen, bin ich eine Frau für eine Affäre oder bin ich eine Frau für eine feste Liebesbeziehung, weil das macht einen massiven Unterschied. Genau. Das ist schon mal eine ganz andere Energie, in was ich reingehe und ob ich mich in was einlasse. Und auch wenn da jemand ist, der mir gut gefällt, aber du bist in einer Beziehung oder ich vielleicht auch und deswegen ist das einfach ein No-Go und auf das lasse ich mich nicht ein. Ja, und da fängt das schon vorher an und da sind wir in der Göttinnen-Energie drinnen. Ich weiß, wie das passieren kann, das kann passieren, all diese Geschichten, ja. Es ist einfach auch manchmal menschlich, dass man sich gerade verliebt oder sonstiges oder eine Anziehung spürt zu einem anderen Menschen, aber ja, man darf aber da trotzdem seine klaren Standards halten, gell? Und es geht wieder um die Entscheidung, lasse ich mich wirklich drauf ein? So wie du sagst, oder denke ich halt einen Schritt vor und bleib da schon in meiner Göttin-Energie und sage, das mache ich sicher nicht. Ja. Genau, oder eben so wie jetzt spüre ich einfach, es tut mir weh, wir kommen da beide nicht zusammen, ist ja das auch wieder jede Verletzung, jede Herausforderung, jede Aufgabe im Leben, beinhaltet ja immer so, wenn wir so schön sagen, wichtige Fragen für uns, wichtiges Potenzial, wo wir hinschauen dürfen, wo wir heilen dürfen und manchmal braucht man halt auch mehrere Anläufe, manchmal braucht man auch gröbere Keulen, um Dinge zu verstehen, aber dann ist jetzt der Punkt da, wo ich drüber reflektiere, darf, was möchte ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Wie möchte ich leben? Stelle ich mir Beziehung vor? Und was ist mir wichtig bei einem Mann? Und da ist bei uns ja auch der Einsatz, der muss einmal frei sein. Das ist einmal A und O, gell? Gell? Ja. So. Gell. Okay. Danke, ja. Next Perfekt. Question. Gut. Das wird jetzt auch spannend. Ich liebe ihn und er mich. Jedoch will er es nicht, weil ich auch Seiten an mir habe, die er nicht mag. Und die er in einer Beziehung aufgrund seiner Erfahrungen nicht gut findet. Das ist auch ein Thema, das beschäftigt. Ja. Ja, also da ist ganz klar, wir haben alle Seiten an uns, die nicht optimal sind, nicht perfekt sind, die komisch sind, die anstrengend sind und sonstiges. Und wenn er mich oder er mit mir aufgrund, ich meine, wir wissen nicht, was für Seite das ist, ja, aber ich meine, wir gehen jetzt einmal von ganz normalen menschlichen Seiten aus, vielleicht ist er mal ein bisschen grantig oder ein bisschen komisch oder eifersüchtig oder irgendwelche solche Dinge, ja, dann, wenn man sich liebt, dann bitte kann man das auch gemeinsam schaffen und gemeinsam bewältigen und gemeinsam aufarbeiten und gemeinsam lösen, all diese Dinge. Also es ist schade, wenn es wirklich so ist, dass ihr euch beide oder die sich beide lieben, dass er sich aufgrund Zeiten, dann muss er auch seine alten Erfahrungen aufarbeiten, weil sie ist nicht die alten Erfahrungen, sie ist nicht die Ex-Freundin oder sonstiges, ja, warum er dann, weiß ich nicht, bei ihm da was getriggert wird oder sonstige Dinge, also das gibt dafür, er hat auch Seiten, ja, er kann sie nicht einlassen, scheinbar aufgrund alter Erfahrungen, ja, also sie haben beide Aufgaben, die kann man bitte auch, wenn man sich liebt, gemeinsam bewältigen. Ganz genau so ist es. Und nicht sagen, du hast eine Seite an dir, die mag ich nicht und deswegen möchte ich mit dir nicht zusammen sein. Wir haben alle Seiten an uns. Ja, und in der Göttinnen-Grundhaltung ist es immer auch wieder beim Thema Selbstannahme. Ich nehme auch die Seiten alle an, ja, und das ist dann einfach so. Und wenn er beschließt, das ist eine Seite, die gefällt mir nicht an dir, dann ist es aber wohl bitte dein Problem. Ja, genau. Das muss ich ja einfach auch so jetzt einmal ganz kurz da unterstreichen, ja. Also, ja. Also, ja. Heute kommen die Männer nicht gut weg bei uns. Tja, nein, nichts gegen die Männer. Es ist ja nein, da geht es ja nur um diese Geschichten, um die es gerade beschäftigt. Und wenn ich einen Mann habe, der eine Seite an mir nicht mag und sich deswegen nicht sicher ist, ob er sich ganz einlassen möchte, naja, dann geht es, das kann ja umgekehrt genauso sein. Genau. Da geht es jetzt nicht nur um den Mann an sich, sondern da geht es ja nur um diese Geschichte, die da drinnen steckt. Ja. Und ja, so wie du schon gesagt hast, dann hat er sich Ja-Seiten. Ja. Das lässt mir schon raus. Ganz den klar. Den triggert das schon, weil er alte Geschichte hat. Da haben wir hat, schon die Seiten. Da haben wir schon was gefunden. Wir haben schon wieder erkannt, die Seite. Ja, eine Stellschraube. Also, da als Göttin hinspüren, ja, ich meine, das ist jetzt wieder ganz weit rausgelehnt, aber möchte ich einen Mann, der wirklich Seiten von mir nicht möchte. Ja, ja. So weit ist das gar nicht rausgelehnt, Lila. Das ist schon wieder wahr, gell? Weil, ja, so ist es halt in Beziehungen. Es gibt nicht, sind nicht alle, die, wir sind alle nicht perfekt. Nein, gell? Wir haben die alle unsere Ecken und Kanten. Gibt nicht und... Und da darf auch alles sein und das macht es aber auch in Wirklichkeit aus. Ja, ja, weil das und wenn man sich liebt, dann werden wir das gemeinsam bewältigen. Punkt. So ist es. Wieder mal am Punkt gesetzt. Ja. Punkt. Geht sind wir uns das Richtige so stempeln. So richtige. Voll, da gehört dir ein Stempel. Ja, wirklich. Das gehört dir ein Siegel. Also, ich bin dran, glaube ich, gell? Jo. Also, ich hole mir immer wieder Bestätigung von Männern, dass ich eh gut bin und will davon wegkommen. Ja. Ja,
gute Idee. Das ist schon super. Sie wird ja vom Weg kommen, sie erkennt das schon. Das ist ja, mega. Genau. Ja, ist schon genau. Großartig, dass sie das überhaupt selbst erkennt. Voll. Weil das voll. Ist oft so voll. Blind, dieser Fleck. Voll, voll, voll. Voll. Ja. Ich sehe immer nur meine blauen Strickeln, die hochgehen. Und ich denke mir erst, wie viel hast du jetzt gerettet? Weil bist du ja gar nicht dran. Nein, aber da rennt ja ein Muster. Na? Das ist halt auch dieses, natürlich die Bestätigung im Außen suchen, die Anerkennung. Und oft ist ja das auch, wenn ich es von ihm bekomme, dann bin ich was wert. Und ja. Er will mich. Oh mein Gott, ja, da steckt da so viel drinnen. Und so wie du es schon gesagt hast, in Wirklichkeit, wenn ich erkenne, dass ich das nicht mehr will, ja. Da löst sich schon das erste Muster ja. auf. Genau darum geht's. Ja, dann darf das gehen. Weil natürlich braucht man überhaupt niemanden im Außen, damit man sich wertvoll fühlt. In keinster Weise. Und das ist auch die große Aufgabe drin. Wirklich, wenn man sich überlegt, okay, ich hole mir da Wertschätzung, Anerkennung, Bestätigung von außen, dass ich, keine Ahnung, was schön bin, gescheit bin, begehrenswert bin, geliebt bin, gut bin, ja, all diese Dinge, ist die große Aufgabe wirklich, das ist ein Bedürfnis, ein unerfülltes Bedürfnis, das ich versuche, von außen gestillt zu bekommen. Dadurch rutsche ich auch in eine Bedürftigkeit. Das ist auch ganz wichtig. Das ist der Unterschied zwischen Bedürfnisse haben und Bedürftigkeit. Und Bedürfnisse haben wir alle. Aber wenn wir glauben, jemand anderes muss uns das erfüllen, dann rutschen wir in diese Bedürftigkeit rein. Und um da rauszukommen, ist es ganz wichtig hinzuspüren, was für unerfüllte Bedürfnisse stecken da bei mir drinnen und wie kann ich mir das selbst erfüllen. Und das ist auch, wir sind ja da Expertinnen im Thema Bedürfnisse, so alte Geschichten haben uns ja mal komplett eingearbeitet. Und eingetigert und Challenges gemacht und was weiß ich was alles. Und da ist ganz wichtig zu wissen, ist ein unserer grundlegenden Sätze da drinnen bei den Bedürfnissen, du kannst dir jedes Bedürfnis selbst erfüllen. Jedes. Das ist ganz wichtig. Und dorthin zu kommen und da zu spüren, was ist das für ein Bedürfnis, was kann ich tun und mir beginnen, das zu erfüllen. Am Anfang ist das ein bisschen komisch vielleicht. Ja, und man sich denkt, na, ich hätte aber gern trotzdem das von einem anderen oder keine Ahnung was, aber es fruchtet immer mehr. Und da konsequent hineinzugehen und tief einzutauchen, ist halt natürlich auch eine absolute Befreiung. Weil wir da uns auch, wenn wir das Gefühl haben, ich hole mir immer Bestätigung von Männern, damit ich gut bin, bin ich auch in einer Abhängigkeit drinnen. Ich bin abhängig, dass mir er das oder andere das bestätigen. Und sich von diesen Abhängigkeiten zu befreien, ist, wie gesagt, Freiheit pur, gell? Fokus zurück zu dir. Genau. Da sind wir wieder bei dieser Geschichte genau. auf jeden Fall auch. Ja. Genau. Und dadurch wird es dann wieder leicht. Mhm. Und so wie du sagst, dadurch wird es frei. Und dadurch erkennt man auch ganz klar, was man will. Weil oft dieses Muster steuert uns ja und wir denken, wir brauchen den da oben, damit es uns besser geht. Und dann bist du wieder bei dir angekommen und spürst, hey, was will ich wirklich? Aha, okay, na, das will ich ja gar nicht. Ja, um Gottes Willen. Ja. Weil du dir die Anerkennung schenkst selber, weil du dir die Aufmerksamkeit schenkst selber, weil du wieder bei dir bist und weil du spürst, dass du alles brauchst. Alles hast, was du brauchst. Jetzt wollte ich das wohl leider, dass du alles von außen brauchst, um glücklich zu sein. Dass du alles hast, was du brauchst, um mit dir glücklich zu sein. Das will ich sagen. Steffi hat mich jetzt angeschaut. Was willst du uns jetzt sagen da? Circa, ja. Aber darum geht es ja dann in Wirklichkeit. Ja. Genau ja. So ist es. Und das eben natürlich auch langfristig das Feld für gesunde Beziehungen, gell? So ist es. Also diese wundervolle Dame ist genau am richtigen Weg. Sehr gut. Next point. Next question. Ist keine question, ist ein Statement. Ja. Ein sehr spannendes auch. Und zwar, mal läuft was, mal nicht. Mal kommt eine Antwort, mal nicht. Na, das ist... Gespeibt. Steffi speibt, weil Brüssel von deinen Anmarsch ist. Ja, geht nicht. Das geht nicht. Geht deswegen. Nicht. Nein, das ist, da ist immer wieder genau das Gleiche wie mit der Warteposition und diese Dinge. Ich gebe mich nicht mit kleinen Dingen zufrieden. Bin ich eine Göttin, gebe ich mich damit nicht zufrieden. Genau. Mal ja, mal nein, mal kalt, mal warm, mal dieses, mal jenes. Nein, wenn du weißt, was du willst, dann kannst du mich erobern, dann schaue ich mir das an. Aber wenn du nicht weißt, was du willst, mal läuft was nicht. Ich lasse mich auf das gar nicht ein als Königin, als Göttin. Ich gehe auf das gar nicht ein, dass mal was läuft, dann ist es wieder weg, da läuft nichts. Bei Nein. der Göttin läuft da einfach nichts. Das schaut es ist man sich nicht natürlich mal interessant. An. Interessant. Es ist es nicht mal wert, da irgendwo einzusteigen in Wirklichkeit. Ja? Nein. Auch dieses mal eine Antwort, mal nicht. Ich meine, nachdem schon was gelaufen ist, dann kann man wieder auf Antworten hoffen. Nein, das ist, da ist Ghosting drin, da ist Brüsselverteilen drinnen. Ich warte, dass er sich meldet. Genau, ich warte, dass eine Antwort kommt. Das hast du nicht notwendig. Das hat die Göttin nicht notwendig. Das hat keine Frau notwendig, wir alle nicht. Ja? Mhm. Dass man da diese Spielchen da mitspielen. Und das hat natürlich auch was mit uns zu tun, warum wir uns auf so Spielchen einlassen. Weil wir vielleicht glauben, wir verdienen nicht mehr, wir sind nicht gut genug. Wir müssen da anstrengen.
anstrengen. Was Besseres gibt es nicht, ich nehme lieber ihn. Ja, genau, erst am Podest oben oder sonstige Geschichten. Ja. All das darf man wirklich mal reflektieren und ganz klar, und da ist auch wichtig, dass wir aus sowas ganz klare Schlussstriche ziehen. Und es muss auch nicht einmal mehr kommuniziert werden. Das ist auch oft dieses, wir Frauen reden dann noch zu viel. Wir wollen dann noch alles nochmal erklären und nochmal aussprechen. Da gibt es eh nichts mehr zum Sagen. Oder wir verlangen ein Gespräch. Ja, genau. Dass wir noch einmal sagen, so nicht, mein Freund. Und ich trenne mich jetzt aus, was eh nichts ist. Ja. Und nicht einmal das ist wert, ein Gespräch zu führen. Mhm. Weil das ist ja nichts. Nein, ja nein, und die Göttin oder die High-Value-Frau geht in ihr Leben und denkt sich, das ist mir zu wenig, mich interessiert das nicht, ich habe mir das jetzt lang genug angeschaut, das reicht mir, ich bin eine Frau für all in, für eine vollkommene, verbundene Beziehung mit einem Mann, der weiß, was er will und nicht ein Mann, der mal ja, mal nein, mal dieses, mal jenes, der hin und her hüpft wie keine Ahnung was, dafür bin ich einfach nicht und deswegen steige ich aus dem Ganzen aus und dann passieren ein, zwei, drei Dinge, es passiert entweder nichts, sie bleibt in ihrem, ganz normal in ihrem Leben. Ja, meistens sogar. Ja, meistens genau. Oder es passiert manchmal so, dass er in die Gänge kommt und zu kämpfen anfängt und sich denkt, oh Gott, jetzt sollte ich mich anstrengen, weil ich will die Frau, jetzt checke ich das endlich und der kommt endlich in die Gänge. Drei weiß ich jetzt nicht. Also drei, sagen wir, es kommen zwei Sachen. Ja? Ja. A oder B. Es ist meistens im Sinne entweder das oder das. Ja. Weil auch wenn nichts passiert, vorher war schon nichts. Ja, das muss man auch sagen. Da verändert sich dann nicht viel. Und wenn er sich dann anstrengt und man dann spürt irgendwie, okay, passt, jetzt gibt er Gas und es interessiert mich schon irgendwo, dann kann man sich's wieder weiter anschauen. Ja, genau. Ja, das ist das. Aber ich glaube auch, je emotionsloser, oder es passiert ja sehr oft, ist ja auch klar, ja, dass man sich einfach total ärgert drüber und sagt, das ist ja Arsch da drüben. Mal meldet er sich nicht. Und wenn es aber in der Göttinnen-Grundhaltung bist, dann schenkst du da gar nicht so viel Emotionen hin. Genau. In Wirklichkeit. Lenkst dort gar nicht so viel hin, so viel Energie. Weil die Energie kannst du für was Besseres verwenden. Das garantieren wir dir. Als dass er da irgendwie noch Aufmerksamkeit auf der Ebene bekommt. Ja. Und das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für mich. Ich entscheide mich, zu mir zu stehen. Ich entscheide mich, zu meinen Standards zu stehen. All diese Dinge. Und dadurch, so wie wir es immer so schön sagen, kreiere ich als Göttin eine kristallklare Ausrichtung. Und diese Ausrichtung führt uns in Liebe. Und ja, da sind oft Gefühle drin und das verstehen wir ja total. Und dass da vielleicht dann das Herzerl wehtut und man ein bisschen Liebeskummer hat oder sogar starken Liebeskummer hat, ja. Aber du als Göttin tauchst da durch und wirst da auftauchen und einfach befreit sein. Und es wird einfach ein richtig geiles Gefühl sein, wenn du zu dir gestanden bist. Das ist essentiell. Und das bringt dir dann ja dann so geil weiter. So ist es. Dass man dann einfach man selbst war, sich selbst treu geblieben ist, zu seinen Worten steht, zu seinen Grenzen. Auf einmal fühlt sich das auch so befreiend an und es macht so viel leichter. Ja. Weil diese Anstrengung, dieser Druck und dieser Kampf ist ja nur dann, solange wir uns so klein machen und uns da total verlieren im Außen in Wirklichkeit. Genau. Dann stehen wir zu uns und es wird leichter und du denkst dir, pfuh, Phönix aus der Asche, ja. Und ja, wie neugeboren. Da kann die Göttin erwachen. Und dann warst du wieder das, da drüben bist du narrisch. Ich brauche keinen, auf den ich eine Antwort warte. Mhm. Und dann kommt wieder was und dann kommt wieder nichts. No Brüsselverteiler hier. Nein. No. Und uns tut dir das im Herzen weh, wenn wir ganz ehrlich sind, Lila, unter uns, wenn wir uns vorstellen, ich weiß ja nicht, wie das da jetzt in dem Fall ist, aber wir erleben ja das auch oft, dieses mal läuft was, mal nicht. Und dieses, dass sie als Frau sozusagen abrufbereit ist, wenn er sagt, ja, jetzt läuft was und wir dann gleich sozusagen bereit sind, um das zu erfüllen, weil wir ja so, sagen wir ja gerne auch, wir geben ja auch Sex oft, um Liebe zu bekommen, wir Frauen. Ja, diese Geschichte, Männer geben sehr oft Liebe, um Sex zu bekommen, ja, und Frauen geben, so ein alter Spruch, ein harter Spruch, aber er hat sehr viel Weises in sich in Wirklichkeit und sehr viel Wahres in sich. Und dahin zu spüren, sich zu überlegen, wie weh uns das tut, wenn wir uns vorstellen, dass sich diese Frau so weit runterlässt und auf Abruf springt. Das hat keine Frau notwendig, überhaupt nicht. Die kann, das, was sie wirklich verdient, ist ein Mann, der sich so reinhaut, reinkniet, um sie zu erobern, um sie zu verführen, um mit ihr zusammen zu sein, um ihr Geschenke zu machen, um ihr zu zeigen, was für großartige, wundervolle, besondere Frau sie ist, der sich da wirklich bemüht um sie. Das sehen ja wir, was jede Frau verdient und was es für jede Frau gibt, wenn wir uns das erlauben. Weil solange wir uns auf solche Spielchen einlassen, solche Geschichten einlassen, erlauben wir uns noch nicht, dass wir das große Ganze verdienen. Wir glauben gar nicht dran.
Ja, weil es auch blockiert ist in Wirklichkeit. Ja. Geht es ja gar nicht aus, das große genau Ganze, so weil wir lassen noch da mit uns da herumspielen in Wirklichkeit. Und hoffen auf kleine Brösel und fühlen uns dann nochmal kurz gut und dann ist er wieder weg. Genau. Und wir sind wieder komplett am Sand. Und da gehören wir wirklich raus. Ja, wirklich. Das ist das A und O, wo wir auch mit den Klientinnen, mit denen wir arbeiten, hinarbeiten, ist genau das, dass man dorthin kommt. Und dann wird es erst möglich. Wenn ich es mir selbst erlaube, dann wird es erst möglich. Solange ich mich mit so kleinen Fuzzi-Dingen zufrieden gebe und mitmache, blockiere ich, so wie du sagst, das große Ganze. Und das wir ist wissen, auch eine was dann kommt. Ja, genau. Das ist halt das. Mhm. Ja, da darf ich hinspüren, möchte ich das wirklich so lange noch weitermachen oder was möchte ich stattdessen? Ja. Und danach handeln. Und das ist natürlich dann die Schwierigkeit. Ja. Aber der Entscheidung wird es leichter. So ist es. Okay, nächste Frage. Die nächste wundervolle Frau beschäftigt, dass ihr ein Mann sagt, er will sie kennenlernen und sich dann nicht mehr meldet. Ja, das ist natürlich, ist auch nicht so lustig, ne? Weil oft ist ja auch diese Geschichte, man freut sich drauf, dass man wen kennenlernt und dann meldet man sich nicht mehr. Ist halt auch nicht die feine Art, aber natürlich muss ich gleich dazu sagen, aus der Göttinnen-Grundhaltung heraus will ich keinen Mann, der mich nicht kennenlernen will. Wie kann das überhaupt sein, bitte? Hallo? Ja. Das ist natürlich, ich kann das total nachvollziehen. Ja? Vielleicht schreibt man ein bisschen hin und her und dann kommt es vielleicht dann zum ersten Date oder man macht sich was aus und dann meldet er sich auch von nimmer mehr. Ja? Naja, leibend ist das nicht. Nee. Aber da muss ich auch dazu sagen, zeigt sich es halt schon früh genug und sind wir froh, dass es jetzt schon zeigt. Weil da wollen wir gar nicht einsteigen, weil wenn es nicht einmal zum ersten Date kommt und man sich wirklich einmal kennenlernt, weil man weiß ja noch überhaupt nicht, wer das ist, ja, wenn es soweit noch nicht gekommen ist, na dann lassen wir es bitte gleich. Ja, das ist vollkommen klar. Ja. Also und das, da dürfen wir nur auch aus der Göttinnen-Grundhaltung immer wieder hinspüren, weil es ein allgemein großes Thema ist, diese Kennenlerngeschichten. Wie möchte ich eine Kennenlernphase haben? Wie auch immer sich das jetzt gerade entwickelt hat zwischen den beiden, aber wie möchte ich überhaupt dann ausgeführt werden? Wo sage ich ja, mit dem gehe ich auf ein Date und so weiter und so fort? Da darf man ja auch schon einmal von vornherein hinspüren in Wirklichkeit. Und ja, wenn der sich nicht mehr meldet, na, dann kannst du gerne von dannen ziehen. Ja. Dann ist es wieder Platz gemacht für den, der mich wirklich kennenlernen will. Und der zeigt es halt dann Vollgas, der Richtige. Gell? Also der macht dann alles dafür, dass er dich ausführen darf. So ist es. Und unser weiser Spruch, Ablehnung bringt die Menschen auseinander, die sowieso nicht zusammengehören. Das heißt, wir haben einfach auch schon frühzeitig Klarheit. Auch wenn es wehtut kurz, es darf kurz wehtun, aber dann, wir brauchen da gar nicht tief einsteigen. Das ist auch wichtig. Genau, das war's dann. Mhm. So ist es. Ja, genau. Ist alles gut, dann hat es nicht gepasst, dann soll es nicht sein. Für mich dann auch nicht. Ja, die Geschichte ist erledigt. Genau. Hackerl drunter, fertig ist. Ja. Danke, auf Wiedersehen. Freue mich auf das nächste und auf die nächste Frage. Gehen wir weiter, oder? Jawohl. Okay. Ich vermisse ihn. Wie kann ich ihm das königlich mitteilen? Steffi. Es ist natürlich die Frage, es wäre noch jetzt wichtig zu wissen, wo stehen die beiden? Beziehungsstatusmäßig sind die zusammen und er ist auf Dienstreise, ja? Oder ist das eine Affäre und er ist bei seiner Frau gerade daheim? Oder ist es ein Brösel-Verteiler und ich habe mich verliebt in ihn und von ihm kommt gar nicht mehr? Also das sind unterschiedliche Vorgehensweisen. Ja? Weil normalerweise würde ich sagen, wenn du ihn vermisst, du kannst ihm das einfach sagen. Gell? Das ist, wenn da Gefühle zwischen euch beiden da sind, dann darfst du das einfach aussprechen. Und es ist einfach königlich, ja, zu deinen Gefühlen zu stehen und es einfach auch so zu sagen, weil das ist etwas ganz, ganz Schönes und das darf genauso sein. Und du als Königin, Göttin, Frau, darfst auch einen Mann bitte wundervoll vermissen. Es ist auch ein Zeichen der Gefühle, die da sind, ganz einfach. Aber wenn es so sein sollte, dass das irgendwie eine komische Geschichte ist und so halbwarm und du dich verliebt hast und von ihm kommt weniger, dann würde ich damit einfach zurückhalten und es ihm gar nicht sagen. Aber wenn du da Gefühle zwischen euch beiden da sind, egal in welchem Status ihr steht und du das Gefühl hast, ich vermisse dich so, dann sag ihm das, dass du ihn einfach vermisst. Gell? Genau. Grundsätzlich sind wir immer für Ehrlichkeit und das zu kommunizieren, was man halt fühlt. Aber da ist halt die Frage, wer ist jetzt wirklich das Gegenüber? Ja. Das ist genau die Geschichte. Ja. Also wenn von beiden Seiten das
Gefühle laufen, egal wo ihr da steht, dann kannst du es einfach aussprechen, wenn du das Gefühl hast, nur von dir kommt da mehr und weniger von ihm. Bezweckst doch was vielleicht ja, damit. Genau. Das möchte ich auch kurz betonen, weil das kann auch gut sein, ja, dass ich sage, hey, ich vermisse dich so, und man hat dann die gewisse Erwartungshaltung drinnen, dass jetzt was zurückkommt, dann kann die enttäuscht werden. Kurzer Spoiler, ja, weil wenn das eine ungesunde Geschichte ist, sage ich jetzt einmal, oder eine, die nicht so auf Gegenseitigkeit beruht, sagen wir es mal so, dann fangen wir oft immer wieder an, so Strategien zu entwickeln, die was bezwecken. Aufmerksamkeit und hallo, hier bin ich noch, ich vermisse dich, komm schon. Ja. Und da braucht man halt als Göttin definitiv nicht reingehen. Genau. Da sind wir nicht da. Ja. Ja. Dann nehme ich die nächste Frage. Zwar eine sehr schöne Frage. Ich meine, sind alle wunderschön, aber die ist für uns wie am goldenen Tablett serviert, diese Frage. Wie entfessle ich meine Energie der göttlichen Weiblichkeit? Ah, schön, dass du bei uns bist. Ja. Komm in die Masterclass. Ja. Das ich meine wir genau in der Masterclass. Es ist jetzt ohne genau Spaß, aber das passt wirklich, gell? Muss man sagen. Ah, ich freue mich schon so drauf. Immer wenn ich diese Fragen auch höre, dieses Entfesseln, das ist ja so, da steckt ja so viel drinnen. Wie entfessle ich mich? Ja, genau darum geht es. Wir dürfen jetzt frei sein. Wir dürfen die Energien fließen lassen. Wir dürfen ganz wir selber sein in dem Ganzen. Volle High Value aktivieren, volle Frequenzen in Wirklichkeit. Und das wird's. Das wird's und das wird so cool. So arg. Wirklich. Ich freue mich drauf. Und wenn sie uns diese Frage schon stellt, also wenn du uns, schönste Frau, wenn du das jetzt gerade hörst und deine Frage da wiedererkennst, du bist schon mittendrin. Du bist schon mittendrin. Also wenn diese Frage schon kommt und du darüber schon reflektierst und nachdenkst, dann tut sich da schon ganz schön viel in dir. Und da passiert schon ganz schön viel. Also, und so wie die Lila gesagt hat, da geht es wirklich auch ganz stark um du selbst zu sein und das auszuleben und all diese Geschichten. Also yes, Baby, du bist richtig bei uns. Und somit fließt es schon, wenn man diese Frage stellt. Dann geht's schon los. Die Göttin ist schon aktiviert. Ja. Und weiter geht's am 8. Oktober von 19 bis 21 Uhr in der Masterclass. nächste Frage. Wo sind wir denn? Ich werde in 3 Tagen 21 und war noch nie in einer Beziehung. Alles passt, nur der Partner fehlt. Alles gut. Alles gut. Es ist überhaupt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass du da spät dran bist oder sonstiges, es ist alles normal, alles in Ordnung, wir alle haben unser eigenes Tempo, du hast, so wie du sagst, alles passt, du hast dabei deine ganzen Lebensbereiche, du hast vielleicht eine Schule gemacht oder einen Job schon, der dich erfüllt, es passt vielleicht im Familienumfeld, es passt in deinen Lebensbereichen sehr gut, das heißt, du hast ja da schon für dich ganz viel sozusagen in deinem Leben, bist du dorthin gekommen, wo du hinkommen möchtest, und der richtige Partner kommt zum richtigen Zeitpunkt und der wird kommen. Der kommt, der steht da und es passt einfach und es wird total schön sein und es wird cool sein und entspannt sein und frei sein und fließend sein und da macht er gar keine Sorgen. Wenn du da Sorge hast, dass da irgendwie was ist, brauchst du keine Sorgen machen. Wir wissen ganz genau, die Lila und ich wissen es ganz genau, dass dieser Richtige, der Partner, in dein Leben kommt. Ja. Ja, zum richtigen Zeitpunkt. Auf jeden Fall. Mach dein Ding weiter, du machst das schon super. Und auf einmal steht er da. Ja, bam. Sehr schön. Punkt. Nächste Frage, wo ich gleich die Antwort mit raushaue. Ja, ich sag's gleich. Haus raus. Vorab, ja. Und zwar ist, habe ich zu hohe Erwartungen? Ja, das ist eh deins. Also, da geht's einmal in 2 Punkte. Zwei wichtige Sachen. Und zwar Punkt 1, wir Göttinnen haben keine Erwartungen, sondern wir haben Grenzen und Standards, die unsere kristallklare Ausrichtung vorgeben. Ja, das ist mal ganz wichtig. Und wenn du das Gefühl hast, du hast zu hohe Erwartungen, ja, da haben wir auch einen ganz weisen Spruch, ja, halte deine Erwartungen niedrig und deine Standards hoch. Ja, und da darfst du mal für dich unterscheiden, ob deine Erwartungen nicht vielleicht doch Standard sind, weil du darfst dir das sehr, sehr hoch halten. Was ist dir wichtig? Wie möchtest du behandelt werden? Was sind für dich No-Gos, die gar nicht gehen? Was ist unbedingt zu erfüllen von einem Mann? Wie zum Beispiel, was für uns einfach ein Mega-Standard ist, dass der frei ist und in keiner Beziehung ist. Ja, all diese Geschichten. Und da darfst du deine Standards wirklich hochhalten und die Erwartungen an das, was dabei rauskommen muss, das ist nämlich die Erwartung dahinter.
dahinter. Ich erwarte mir, dass nach dem ersten Date er sich in mich verliebt und alles muss fließen, keine Ahnung was. Ja. Diese Erwartungen an ein Ergebnis, an etwas, wie es sein soll am Ende, die dürfen wir runterschrauben. Aber du als Göttin, wie wir es gesagt haben, hast sicher keine zu hohen Erwartungen, sondern du hast deine Standards und Grenzen und die geben dir deinen Weg vor. Und da darfst du dich dran halten. Und es scheitert niemals an diesen zu hohen Ansprüchen oder all diese Geschichten. Aber haben wir doch Erwartungen an etwas, wie was sein sollte, ist halt die Gefahr groß, dass wir enttäuscht werden. Und da dürfen wir wirklich runter, Erwartungen niedrig, Standards hoch. Sehr schön. Hast du noch was zu ergänzen? Nicht wirklich. Aber ja? Nicht wirklich und nochmal betonen. Aber schon, Moment. Und jetzt fällt mir schon noch was ein. Nein, ich will es eigentlich nur nochmal unterstreichen, weil die Frage sehr oft uns gestellt wird. Das möchte ich wirklich sagen. Diese, ich habe zu hohe Ansprüche und ich muss mich nochmal runterschrauben. Und das musst du wirklich nicht. Ich will es auch nochmal unterstreichen. Never, ever, 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 ever. Ja? Weil es in Wirklichkeit ja auch die Göttin in Grundhaltung ist und die weiß halt, was will. Ja. Punkt. Ja? So ist es. Next one. Next one. Die Tatsache, von dem Mann, dem ich mich geöffnet habe, ausgetauscht zu werden, beschäftigt die wundervolle Frau, die uns diese Nachricht geschrieben hat, obwohl er meinte, dass er Gefühle hat und ich perfekt für ihn bin. Und nun habe ich x Fragen im Kopf. Verständlich. Ja. 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 Das sind wir wieder. Das sind wir wieder, ja, in Wirklichkeit. Verstehe die x Fragen im Kopf, ja? Ja, weil es ist die Verständnislosigkeit und irgendwie, ich weiß nicht, wir wissen natürlich beide nicht, wie viel da schon drinnen war, wie viel da schon investiert worden ist, wie lange das schon ging oder ob das vielleicht einmal ein erstes Gespräch war, je nachdem, ja, das ist immer so schwierig zu beantworten, aber natürlich fühlt es sich nicht schön an, ausgetauscht zu werden, wenn man sich vor allem verletzlich gezeigt hat und vielleicht offene Wunden geteilt hat und einfach gesagt hat, hey, du gefällst mir, ich habe mich geöffnet, ja, und dann kommt in Wirklichkeit nichts zurück und du wirst einmal auf die Seiten gelegt. Und da dürfen wir natürlich auch in Wirklichkeit verständnislos sein und dann natürlich auch wieder hinspüren, möchte ich das, ja, in Wirklichkeit. Ja. Natürlich will man es dann nicht, ja, und wenn man dann wieder bei sich ankommt und hinspürt, wo man sich vielleicht an welchen Stellen verloren hat, ja, oder wie auch immer da die Geschichte in Wirklichkeit im Vorfeld war, weiß man auch wieder und dahin wird es gehen, dass du verdammt noch einmal viel mehr wert bist, als ausgetauscht zu werden. Mhm. Definitiv. Genau. Und das ist vollkommen klar. Ich möchte noch eines ergänzen, weil das oft auch das Thema ist, dieses, ich habe mich geöffnet und dann bin ich verletzt worden und ich möchte mich jetzt nicht mehr öffnen oder ich traue mich nicht mehr, mich zu öffnen oder habe Angst, mich zu öffnen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu wissen, wir können uns immer öffnen. Das ist etwas, was wir auch wirklich immer sagen, halte dein Herz offen jeden Tag und öffne dich. Sei ehrlich, sei authentisch. Das, was jetzt da ist, ist da. Und auch wenn wir, auch auf die Gefahr hin, dass der dann wieder weg ist, nicht weil ich mich geöffnet habe, sondern weil es dann einfach nicht gepasst hat, weil er noch nicht so weit ist, weil es zwischen uns doch nicht passt, weil er nicht der Richtige ist, all diese Geschichten, darfst du dich bitte trotzdem immer wieder öffnen, 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 beziehungsweise auch einfach offen sein. Also es geht doch gar nicht darum, dass wir es auf und zu machen, sondern glaube ich auch grundlegend es lernen, uns es zuzulassen, offen in alle Geschichten reinzugehen. Und da sind wir auch dann wir selber in Wirklichkeit. Mhm. Wir stehen zu uns, zu unseren Gefühlen und zeigen uns, wie wir sind. Ja. Und so wie du sagst, wenn jetzt das da ist, dann darf das jetzt da sein, dann hat das einen Grund. Und wie dann das Gegenüber damit umgeht, das wissen wir alle nicht, ja? Aber das sagt jetzt nichts, dass du was falsch gemacht hast. Das ist auch immer ganz wichtig. Oder dass du zu früh Gefühle gezeigt hast zu viel der Zeit hast. Ja? Man hinterfragt sich ja dann so oft selber. Hätte ich das dann nicht gemacht? Aber in Wirklichkeit ist die größte Stärke da drin, dass man offen sich zeigen möchte. Genau. In Wirklichkeit. Und nur darum geht's. Ja, okay? Ganz genau. Meine nächste Frage oder beziehungsweise mein nächstes Statement, das ist auch etwas, was ich jetzt schon ein paar Mal wiederholt hatte. Ich gehe trotzdem noch mal kurz darauf ein. Also es geht um Kennenlernphase, schöne Zeit, schöne Tage und dann meldet er sich kaum, dann wiederholt es sich. Mhm. Es kommt auch oft vor, diese Geschichte. Das ist ein großes Thema bei uns. Ich werde jetzt die nächsten nicht nochmal vorlesen, weil ich glaube, wir haben das sicher noch 10-mal drinnen. Genau. Diese Geschichte, aber ich möchte trotzdem das einmal nochmal aufgreifen. Also
das gilt jetzt für alle, diese Antwort in Wirklichkeit, oder wir haben es eh auch schon gesagt, gell? Das ist wirklich auch, da sind wir wieder beim Bröselverteiler. Beim Ghoster und beim Bröselverteiler, beim eierlosen Ghoster, so wie wir es so schön sagen, ja, der dann einfach da ein paar Tage verbringt und dann weg ist wieder, das hast gar nicht notwendig, du brauchst dich auf das nicht einlassen. Entweder er gibt alles und haut sich all in rein oder auch nicht. Und da ist wieder die Frage, mit wie viel geben wir uns zufrieden? Wann springen wir auf welches Hallo, da bin ich wieder. 3 Wochen bin ich abgetaucht, jetzt da fallst mal wieder ein und jetzt bin ich wieder da. Weil der Richtige, das dürfen wir auch ganz klar sagen, der Richtige taucht nicht ab und verschwindet und kommt dann 3 Wochen später wieder oder sonstige Dinge. Der Richtige bleibt dran. Das ist ein stetiges Ding und wenn nicht, dann nicht. Also so hart ganz es manchmal genau so wirklich ist, aber da darfst du wirklich deine Krone richten, Schultern zurück, aufrichten, atmen und sagen, na, das ist mir zu wenig, mich interessiert das nicht. Das darf man auch, wenn und der fragt, was ist jetzt los mit dir, kann man das auch so sagen. Es ist, ich habe keinen Bock mehr auf kalt warm. Es ist, danke für die schöne Zeit, aber so interessiert es mich einfach nicht. Alles Liebe, Punkt. Und diese Kalt-Warm-Spielchen, das ist auch nochmal wichtig, ist auch nicht der normale Zustand. Nein, oft nein. Glaubt man, das ist halt so bei mir. Oder ich muss halt irgendwie da das jetzt quasi so hinnehmen, dass es halt immer wieder einer sein wird, der da ist und wieder geht. Das ist nicht real, das ist ein kalt-warmer Schaß in Wirklichkeit. Ja? Und wir brauchen uns dann nicht drauf einlassen. Ich meine das jetzt wirklich ehrlich, weil wir das so oft haben auch in Wirklichkeit. Weil man auch oft glaubt, ja, dass man nicht mehr kriegen wird. Ja. Das ist auch was, was uns zumacht und was uns klein hält. Und deswegen nehmen wir das, was wir kriegen können in Wirklichkeit. Und er kalt, ist schon wieder warm, auf einem kalt, Podest. Warm. Ja, voll. Obwohl der nichts gemacht hat. Null. Der strengt sich nicht einmal ansatzweise an und kommt nur dann, wenn es ihm taugt. Wenn es ihm passt. Wieder. Ja, genau. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass, da ist das Interesse an dir als Frau nicht sehr groß in Wirklichkeit. Weil da kann man halt ein bisschen spielen und das war's dann wieder. Und keine Göttin hat es notwendig, ein Spielzeug zu sein. Das möchte ich jetzt auch nochmal betonen. Danke, ja. Lina. Ja, definitiv. Und da darf man halt dann auch, und auch als Prognose, wenn ich mich dazu entscheide, dass ich viel mehr wert bin, ja, dann ist ja dann wieder, die Energien fließen ja dann. Ja, und dann kommen ja wieder ganz andere Geschichten. Und das ist ja bei uns und unseren Soul Clients auch oft so, dass dann auf einmal bam macht und es geht leicht, es geht von selber, die Frau muss nichts mehr machen, ja, er macht alles, steigert sich komplett rein und dann ist so dieses, ah ja, Org, das ist so leicht, das gibt's ja nicht, ja, diese Geschichte. Und dort darf's hingehen. Und alle die sich nicht anstrengen oder die irgendwie meinen, sie kommen und gehen wieder, das braucht man nicht. Nein. Definitiv nicht. Nein. Ja. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Siegel. Okay, komme ich dran, gell? Ja. Ja. Da haue ich gleich ein Wort zur Antwort dazu. Ja, super. Okay? Mhm. Ob ich jemals erleben werde, wie es ist, 100% zu lieben und geliebt zu werden? Ja. Und zwar ganz, 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 ganz sicher. Und wir kennen diese Momente, wo man das Gefühl hat, das geht sich bei mir einfach nicht aus. Alle haben das schon, ja, die haben so viel Liebe in ihrem Leben. Und bei mir tut sich da gar nichts. Da haben wir auch eine andere Frage, ja. Die haue ich noch kurz dazu. Da geht es auch darum, wolltest du was sagen? Zu Nein, Beginn? Ich wollte, das passt genau rein, die Frage noch einer. Noch alle um mich herum heiraten, meinst genau. du ja auch das, ne? Mhm. Alle um mich herum heiraten gerade und sind schwanger, wann komme ich endlich dran? Ja? Mhm. Ihr kommt alle dran, zum richtigen Zeitpunkt, ganz, ganz sicher. Und zwar auch dann, und da sind wir jetzt bei diesem Hier und Jetzt, wenn wir die Entscheidung treffen, dass wir das verdienen in Wirklichkeit. Ja. Dass wir uns das erlauben und dass wir auch bewusst aus der Mangelhaltung aussteigen. Weil dieses, wann komme ich dran? Warum hat das jeder außer ich? Und ich bekomme das nie. Da machen wir uns halt selber wieder klein in Wirklichkeit. Ja? Und wir dürfen uns wirklich dazu entscheiden, dass wir diejenigen sind, die 100% es erleben werden, geliebt zu werden und zu lieben. Ja. Das ist die Göttinnen-Grundhaltung. Dafür darf ich mich wieder entscheiden und das ist dann auch so. Weil wenn du in der Göttinnen-Grundhaltung bist, dann erlebst du das. Das ist pure Liebe und da sprechen wir wieder auch vom puren Liebesmagnet. Weil dann bist du das und strahlst es aus und ziehst es an, in Wirklichkeit genau. auch. Ja? Und dann kommt alles zum richtigen Zeitpunkt. Es wird sich alles genauso erfüllen, was mein Herz sich wünscht. Mhm. Gell? Jetzt schon. Super. Danke. Danke, Lila. Gerne. Ich greife das nächste auf. Unsere Family erwartet, dass wir heiraten. Und nun muss er überlegen, ob er uns noch will. Das ist eine Geschichte. Das, ja, da kriegt er, das ist sicher, da ist, also ich kann mir vorstellen, das ist einfach viel zu viel Druck seitens der Familie,
viel zu viel einmischen auch in diese ganze Geschichte. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, er liebt sie über alles und möchte mit ihr zusammen sein, aber dieser Druck und jetzt heiraten zu müssen, kriegt er einfach Panik und weiß jetzt nicht, was richtig oder falsch ist und steigt dann deswegen ein bisschen zurück. Und da würde ich wirklich ganz klar empfehlen, nehmt euch wirklich, so hart es manchmal ist und so sehr Familien sich da oft reinmischen können bis zum geht nicht mehr. Aber das dürft euch wirklich abtrennen. Eure Beziehung geht nur euch zwei was an, in welchem Tempo ihr heiratet, Kinder kriegt, Haus baut oder sonstiges, ist ganz allein eure Entscheidung. Ganz allein, und da dürft ihr euch wirklich befreien. Da hat es auch noch viel mit Abnabeln zu tun, aus den eigenen Systemen, erwachsen sein und erwachsen seine Beziehung führen und auch das, was mir essentiell ist, auch bei meinen Paaren immer, schütze deine Beziehung wie ein rohes Ei. Das bedeutet, es hat da keiner reinzumischen. Es hat da keiner irgendwas zum Sagen, seine Meinung zu bilden oder sonstige Dinge. Das geht niemandem etwas an, außer euch zwei. Und ich glaube, wenn ihr zwei da wirklich ganz konkret an einem Strang zieht und sagt, ja, das ist unsere Geschichte und wir machen unser Ding dann, wenn es für uns passt und wie es für uns passt, dann wird er sich sicher auch wieder entspannen und wieder den Schritt hinein machen und wieder wissen, was er möchte. Nämlich ganz entspannt mit ihr zusammen sein, ohne den ganzen Damm rundherum. Vielleicht wollen sie gar nicht heiraten. Kann auch passieren. Gibt ein paar so komische Paare, die fast 25 Jahre zusammen sind und nicht verheiratet wirklich sind. Wirklich mal. Die ganz Orgen, ja? Angeblich. Genau. Ja? Die scheißen sich nämlich gar nichts mehr. Ja? So schaut's aus. Also, deswegen macht's euer Ding, haltet's zahm, wirklich. Lasst euch dann nicht eure wunderschöne Beziehung, eure Liebe von solchen Dingen von außen da vermiesen. Und die Aufgaben, die da kommen, die kommen halt manchmal auch natürlich in einer Liebesbeziehung, die gemeinsam zu bewältigen, stärkt ja wieder. Also haltet's zahm, halt's zahm jetzt zwar, bitte, Gorschi. So ist. Egal, was die Familie will, ja, da haben da gar nicht zu mitreden. So leid es mir tut, liebe Mütter, Großmütter, Großväter, Väter und so weiter, ihr habt da nichts zum Mitreden. Aus. Punkt. Goldenen Stempel. Mit Siegel. Machen wir mal so eins, oder? Ja, unbedingt. Gute Idee. Ja, das für unsere Merchandise-Box. Ja, das ist urgeil. Ein goldenen Stempel. Ja. Ja. Und ich schaut, wo ist der Block? Ja, wo kann ich jetzt hinschreiben? Lila, bitte schreibst du auf. Ja, ich mache das. Ich traue mich nicht bewegen, weil sonst haben wir ein Mikrofonproblem. Aber ich werde das dann in unser Doc schreiben, Merkst Steffi. Bitte, ja? Ich werde ein Doc eröffnen. Ein Merchandise Doc. Das ist unser Lieblingssatz. Eröffnen wir ein Doc. Und dann schauen wir, was passiert. Und dann schauen wir nie wieder dort rein. Nie wieder. Ja, wir haben sehr viele Docs, die einfach da so herumliegen. Aber manchmal freuen wir uns. Mittlerweile haben wir schon Docs und nicht 700 Blöcke. Bitte. Blöcke. Ja. Das ist auch die Göttin der Energie. Ja, die haben jetzt Docs. Wir haben schon verbessert. Docs im Google Drive-Ordner. Naja, gut. Okay. Ich habe Gefühle für einen alten Freund, die nicht vorhanden sein sollten. Aber doch sind sie da, will ich gerade sagen. Und genau darum geht's. Sie sind da. Und wichtig ist, dass wir dazu auch stehen. Das hatten wir auch schon vorher, ja. Das wird einen Grund haben. Gefühle sind da, um sie zu fühlen. Genau. Ja, die dürfen da sein. Und wenn Gefühle für diesen jemanden da sind, dann dürfen die auch raus. Gell? Je mehr wir die jetzt da vergraben, verstecken oder so, desto mehr wollen sie raus. Und es ist so schön, dass du solche Gefühle hast. Ja. Es ist natürlich, tut's weh auf der anderen Seite, wenn das vielleicht nicht erwidert wird oder das eine komplizierte Geschichte ist. Aber vergiss bitte niemals, wie schön es ist, dass du ein Liebeswesen bist, das solche Gefühle empfinden kann. Dass du lieben kannst, dass du verliebt sein kannst, dass du Schmetterlinge im Bauch fühlen kannst, dass da Aufgeregtheit sein kann, die du fühlst. Das ist etwas Schönes. Erlaube dir, das zu fühlen. Erlaube es dir. Geh da rein, tu es nicht wegdrücken. Gehe und fühle. Jawohl. Das ist die Aussage. Ah, ich bin dran. Auf dich gewartet. Ja. Mein Ex war da, das haben wir so ähnlich, passt auch so ähnlich rein. Mein Ex war da, es fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Es ist 1,5 Jahre her. Ja, mei. Ja, das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Dann sieht man sich wieder und dann kommt wieder was hoch. Sein. Und die waren vielleicht urverliebt ineinander und da war Liebe und haben sich dann getrennt aus irgendwelchen Dingen, Gründen, warum es nicht gepasst hat oder sonstiges. Und dann spürt man halt einfach, da war schon einfach mehr da und das waren schon arge Gefühle. Und das sind 1,5 Jahre, was sind 1,5 Jahre? Nix, da darf nochmal wieder was aufkeimen und hochkommen und das ist alles menschlich und schön. Ja, und auch das darf man sich einfach erlauben, dass das sein darf, wirklich. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ja. Wie geht eine Göttin mit einem Mann um, der sie ignoriert? Also mich selber, steht in Klammer.
Wie gehe ich mit einem Mann um als Göttin, der mich ignoriert, Stefanie? Ich gehe zurück in mein Göttinnenleben. Ja, hatten wir eh schon vor. Ich möchte es trotzdem nochmal sagen, weil auch dieses Wort ignorieren, ja, wenn der mich ignoriert, dann hat interessiert mich das nicht. Und da sind wir auch wieder in diesem, mehr Energie bekommt das Ganze auch dann nicht. Ja? Punkt. Nein, ich kämpfe da nicht, ich tue mich da nicht irgendwie, das ist ja das. Wir glauben dann, dass wir dann uns irgendwie anstrengen müssen, uns bemühen müssen, uns präsentieren erklären müssen. Ja, da irgendwie, da keine Ahnung, da wie beim Bewerbungsgespräch dann verkaufen müssen und performen müssen, dass er sich irgendwie in mich verliebt, das ist ja das Thema. Was kann ich tun, damit er mich nicht mehr ignoriert? Was kann ich tun, damit er mich sieht? Was kann ich tun, damit er, keine Ahnung, was sich in mich verliebt? All diese Geschichten, da gibt es ja dann tausend so dumme, Entschuldigung, Videos da draußen auf dieser Welt, ach so? die uns da komplett verrückt machen, weil wir da komplett den Fokus von uns selbst verlieren, und das ist das Wichtigste. Vielleicht ist die große Frage drin, wo ignorierst du dich selber, wo siehst du dich selbst nicht, wo beachtest du dich nicht und wo kannst du dich selbst mehr beachten, wo kannst du den Fokus auf dich richten und dich mehr sehen. Das ist die große Frage, nicht was kann ich tun, damit er mich mehr sieht, was kann ich tun, damit ich mich mehr sehe, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen, mit meinen Standards und mit dem Wissen, weil du schreibst es eh schon so schön, wie du als Göttin damit umgehst und mit dem Wissen, dass du eine Göttin bist. Genau. Was wolltest du sagen, Lila? Das ist der Schlüssel, eines der Schlüsselbund-Schlüssel. Ja, genau. Wenn ich mich frage, wie gehe ich damit um, wenn mich jemand ignoriert, darf ich mich selber fragen, wie kann ich damit umgehen, dass ich mich selber nicht mehr ignoriere in Wirklichkeit im Ganzen? Was brauche ich gerade, damit ich mich wieder sehe, als die Göttin, die ich bin? Ja? Und dann bist du bei dir. Und dann weiß ich auch, was ich tue mit einem Mann, der mich ignoriert. Richtig. Nämlich, ja, das interessiert mich nicht. Ja, genau. Ganz einfach. Wir haben so leicht zum Reden. Das ist so hinter unser Mikrofon, ganz leicht, bitte. Wirklich. Ich meine, bitte, wir wissen es eh, es ist alles nicht so leicht. Aber das zu hören, was der richtige Weg ist, macht es aber leichter. Und dann wachen wir wieder auf, dann schüttelt es uns wieder und denken wir uns, ja, bitte, wirklich wahr. Ist ja wirklich so wahr. Wir kennen es ja auch alle. Es ist ja so. Ja. Aber in Wirklichkeit hat es auch keiner notwendig, dauernd tausend Abzweigungen und Abbiegungen zu nehmen, wenn der Weg so klar sein darf, so leicht sein darf, so schön sein darf. Steffi, was willst du mir jetzt sagen? Ich habe gerade einen totalen, ich muss das jetzt sagen, Moment. Du verwirrst mich schon, ja. Entschuldigung. Steffi macht schon wieder Grimassen, da wirklich. Ah, ich wollte dich ein bisschen aus dem Konzept bringen jetzt kurz. Ja, voll. Hast du ausnahmsweise mal geschafft. Nein, und deswegen sind wir ja da, wir zwei. Und deswegen, wundervollste Frau, die uns gerade zuhört, hörst du uns ja auch zu. Weil jeder kennt schon unseren Wind in dem Ganzen drinnen. Das muss man auch sagen. Ja, wir sind ja total liebevoll, ja, wirklich, aber auch klar. Und wir wollten, das war ja auch eine unserer Entscheidungen vor vielen Monaten, Jahren. Weißt du noch, Steffi? Ja. Wir zeigen jetzt mehr Ecken und Kanten. Ja, so direkter. Wir sind jetzt nicht mehr so lieb. Ja? Nur lieb. Ja. Ja, genau. Wir sind jetzt cool. So war der Moment einmal, das weiß ich noch genau. Und was auch immer das heißt, schauen wir uns einmal genauer an. Aber je klarer, und da sind wir halt wirklich, ich weiß, es ist schon so oft gefallen, aber in der kristallklaren Ausrichtung, und je klarer man ist und auch sich klare Input von außen holt, desto klarer wird der ganze Weg in Wirklichkeit. Ja. Wir brauchen da nicht verschwommen die ganze Zeit durch den Nebel schauen, was da so kommen könnte. Es darf auch gleich klar sein. Ja. Und deswegen sind wir da alle drei hier zusammen, um klar und deutliches auf den Punkt zu bringen. Gell, Steffi, wo schaust du denn hin? Na, ich überlege schon, wie viele Fragen wir noch haben. Ja, naja. So viele. Ja, ich werde das ein bisschen, weil die hängen alle zusammen auch, weißt du, ich meine? Weil, ich nehme gleich die nächste, ja? Warum ich immer wieder Männer anziehe, die sich dann für eine andere Frau entscheiden? Ja. Das hat auch sehr oft, also wenn wir da jetzt kurz mal unsere Erfahrung hineinfließen lassen mit den Frauen, weil das ist oft ein Thema, dass die Frauen unsere Soul-Clients haben, die Frauen, mit denen wir arbeiten, kommen mit diesem Thema sehr gerne zu uns. Und das sehr oft stellt sich dann raus, die eigene Bereitschaft ist noch das Thema. Das ist das Thema. Bin selber noch nicht bereit und frei. Genau. Fürs große Haben wir eigene Podcast-Folge dazu, oder? Yep. bin ich bereit für eine Beziehung? Ja, genau. Ja, so tun wir da wieder. Ja, okay. Also ich versuche jetzt ein bisschen kürzer reinzugehen, dass wir mehr unterbringen, weil vieles wiederholt sich. Ja, voll. Du bist dran. Okay, ganz kurz, kommt der Richtige noch für mich? Habe ich bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht?
kurz und knackig, ja. Ja. Er kommt. Ja. Da hänge ich auch gleich eine Frage dran, Entschuldigung, ja? Weil das können wir gemeinsam beantworten. Gibt es einen Mann, der mich so liebt, wie ich bin? Ja. Ja. Kurz, knackig, ja. Ja, ja, ist so. Es ist so, weißt du, das wir, ist... Das, ja. Der würde mit Haut und Haar genauso wie du bist und der kommt. Ja. 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 Und natürlich sind schlechte Erfahrungen, das will ich jetzt auch noch einmal tonen, natürlich auch nicht die lustigsten, das ist mir schon bewusst, alles, ja, aber die haben dich in Wirklichkeit auch weitergebracht und da darf dann irgendwann einmal auch, boah, ich weiß, ich sage es so oft, aber die Entscheidung getroffen werden, dass es anders sein darf. Ja. Aber das ist auch ein wichtiger Satz. Wir brauchen nicht im Alltagstrott und in dem Trott immer dumm wanken, sondern dürfen uns entscheiden, es darf jetzt anders sein und jetzt richte ich alles aus, dass der Richtige kommen kann. Und spüre schon diese Vorfreude euch auch. Das sagen wir auch oft. Nicht diese Scheiße, wo kommt das, sondern heute bin ich einen Tag näher und er ist vielleicht schon fast da. Ja? Und mache mich aber da bitte auch nicht abhängig in einer Warteposition, sondern kann das ein bisschen mehr mit einem göttlichen Gefühl betrachten, die ganze Geschichte. Leichter. Spielerisch, sexy. Genau. Darfst du ein bisschen zuberflirten schon dorthin. Ja. Der ist schon ganz in deiner Nähe. Spüren schon. Ja, genau. Zieh mir heute schon die heiße Unterwäsche an. Ja, voll. Ja? Man kann das spielen, man kann einfach da hinspüren, hinfühlen, das ein bisschen auch visualisieren. Natürlich, das macht dafür alles Spaß machen. Ja. Das ist das Feld, das aufgehen darf. Freude, Spaß, Vorfreude, Aufregung. Genau. Ja, gut. Danke. Dann nehme ich die nächste, weil die war jetzt, die sagt, wir haben die zusammen. Die anfängliche Unsicherheit beschäftigt sie, wie es mit uns weitergeht, wie es mit Ihnen, mit uns drei, wie es mit Ihnen weitergeht. Also ich sage, lese so, wie es, ich lese vor, wie es da steht, ja. Die anfängliche Unsicherheit, wie es mit uns weitergeht. Ja, das ist oft in der Kennenlernphase, wenn man nicht weiß, will er mich nicht, passt das, passt das nicht, wie geht's weiter, was tut sich da? Das ist wirklich, das ist ja das, was viele Frauen ja anzipft an diesem Daten, an dieser Kennenlernphase. Ich halte diese Unsicherheit nicht aus, was passiert. Deswegen will ich gar nicht daten. Ja, ganz. Ich tue mir das gar nicht an, weil das ist dann immer so anstrengend und so unsicher und da will ich gar nicht mehr hin. Ne? Und da bin ich aber schon wieder in dem, dass eigentlich ich ihm alles übergebe, weil er darf entscheiden, aber man darf selbst für sich auch entscheiden, möchte ich das? Das so unsicher ist, möchte ich Dates haben mit einem Mann, wo ich nicht weiß, woran ich bin, all diese Geschichten und noch einen guten Tipp noch dazu, auch sich zu überlegen, mit welcher Intention gehe ich in das Kennenlernen hinein. Muss dieses Kennenlernen gleich darauf folgen, dass ich weiß, dass wir für immer zusammengehören? Dann wird es anstrengend, dann wird es mühsam, dann habe ich ständig das Gefühl, ich verkacke, ich habe es schon wieder nicht geschafft, das ist schon wieder, das Daten ist schon wieder mega zäh und anstrengend für mich, ja? Oder ich gehe ganz mit ganz anderen Intentionen in diese Kennenlernphase rein, wie zum Beispiel, ich möchte einfach wissen, ob es ein zweites Date gibt. Und da mal das und dann habe ich schon, okay, gibt es ein zweites Date, ja oder nein? Okay, das wissen wir mal, ein zweites gibt, dann schauen wir uns das weiter an. Also wir müssen jetzt noch gar nicht wissen, was am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, das macht uns so verrückt. Verstand. Ja, genau. Und unser altes Muster, das uns unsicher fühlen lässt. Ja. Und da dürfen wir drüber gehen. Ja. Weil ich nehme gleich eine dazu, die jetzt gerade da reinpasst, weil das wäre meine nächste gewesen. Auch daten macht keinen Spaß mehr, ich brauche jetzt endlich mal eine Pause. Aha, ja. Und wenn wir dann bei diesem Punkt angekommen sind, dann haben wir eben dieses Anstrengende schon oft gespürt. Dieses, boah, ich kann nicht mehr, boah, ich brauche jetzt mal eine Pause. Natürlich darf man sich auch einmal eine Pause nehmen. Und da darf man halt einmal hinspüren, was macht es denn so anstrengend? Was bringt denn dieses Chaos im Kopf in Wirklichkeit? Das sind unsere eigenen Geschichten. Und so, wie du sagst, unsere Erwartungen, wie wir an was rangehen in Wirklichkeit, die machen es so anstrengend. Genau. Man darf sich ruhig auch Datingpausen gönnen. Gell, Steffi? Halte die Erwartungen niedrig und deine Standards hoch. Da war ja hoch. Was. Punkt. Mehr braucht man eh nicht sagen. Stempel. Ja? So ist. Und ein Stempel. Ja? Ja. Got a stamp. Okay. Ja, nimm du die nächste. Ja, wir machen jetzt eine kurze Reihe von er schreibt, was soll ich tun? Ja, okay. Bist du dabei? Ja, super. Weil ich finde, das ist nämlich super. Er schreibt, lass uns heute gemeinsam in meiner Wohnung abhängen. Wie soll ich damit umgehen? Da locht. No. Nichts abhängen in Wohnung gemeinsam. Nichts abhängen in Wohnung, nein. Weil in Wirklichkeit als Göttin hängt man mal nicht ab. Ja, das will ich jetzt auch mal betonen. Ja, voll. Als Göttin wird man ausgeführt. Ja, man wird gefragt, ob man sie ausführen darf, ja, und dann sagt derjenige noch, ich würde mir da was Tolles für dich überlegen. Und dann sagt die Göttin, okay, schaue ich mir an. Und wenn dann wer daherkommt, lass uns heute gemeinsam in meiner Wohnung, na, da gehe ich schon gar nicht um, dort fahre ich nicht um, da schaue ich mir nicht an, das interessiert überhaupt keinen. Meiner nicht, in deiner nicht. Nein, wir sind jetzt einmal außerhalb, lernen uns einmal außen wo kennen, wir haben keine Ahnung, wer wir gemeinsam sind.
und abhängen und chillen und relaxen. Friendzone Alarm. Und Netflixen chillen. Ja. Braucht da gar keiner. Also wenn irgendwer da kommen sollte mit abhängen irgendwo, dann ist es eigentlich eh schon vorbei. Man kann einfach nur sagen, ausführen darfst du mich, ja, aber abhängen tue ich sicher nirgendwo. Genau, das ist die richtige Antwort. Dankeschön. Ja, man rutscht auch in die Friendzone-Gefahr. Das ist auch was. Komm auf cool in meine Wohnung, wir hängen da ab. Auch diese Ansage. Oder er will mich da bumsen. Nein, sicher nicht. Willst du in meiner Wohnung abhängen, aka, ich würde dich gern, nein, ich bumse dich heute in meiner Wohnung. Mhm. Punkt. Mhm. In Wirklichkeit. Chillig. Entspannt. Dann kannst du wieder gut gehen. Gut, ich mache kurz weiter. Ich mache noch zwei, drei. Mhm. Nicht? Ja, drei. Er schreibt, hey, was soll ich antworten? Nix. Danke, ja. Gar nichts. Super. Brauchen wir gar nichts drauf antworten. Aber Steffi, das ist mal wichtig, dass wir das sagen. Ja. Weil es gibt sehr viele, die uns immer wieder fragen oder wo es vorkommt, dass man sagt, der schreibt immer wieder, hey, ja. Hi. Hi, die schreibt halt, hallo, wie geht's? Wir sind verliebt und froh. Ja. Ein kleines Zwergerl. Da braucht man nichts antworten. Es ist so wichtig auch für die Goddess Energy auch einmal zu sagen, ich muss nicht überall irgendwo antworten. Nein, und ich möchte das ganz kurz auch aus Männersicht dann kurz einmal aufschlüsseln. Das ist, glaube ich, jetzt auch mal wichtig. Also wenn der schreibt, hey, ist dem vielleicht gerade langweilig oder sonstiges, er denkt sich da, ich schreibe da jetzt ganz kurz, ohne sich groß anzustrengen oder ohne sich groß was zu überlegen. Das dann passiert es, dass wir Frauen aus Unsicherheit auf das ja eingehen und dann schreiben, hallo, schön von dir zu hören, wie geht es dir? Wir schreiben da die Litanei drunter. Ja, genau, ja, in Wirklichkeit. Ja, dann kommt von ihm vielleicht ein Dreizeiler zurück oder sonstiges. Ja? Wenn wir auf das gar nicht eingehen, lernt der Mann, ja okay, kommt, ja genau, wenn wir auf das nicht eingehen, wenn der Interesse hat, die Männer sind ja nicht blöd, bitte, dann checkt der das schon. Der checkt dann schon, hey, ist zu wenig. Und im Normalfall kann es dann passieren, dass der sich dann bei der nächsten Nachricht schreibt, hallo, wie geht's, was gibt's Neues, hab an dich gedacht und wollte mal mich bei dir melden, ob wir vielleicht mal auf einen Kaffee gehen können. Also, wie soll ich sagen, das klingt jetzt so blöd, aber wir erziehen damit die Männer schon auch ein bisschen. Was geht bei mir? Geht ein kleines Hi und ich springe komplett drauf an und das wird dann wieder uninteressant für ihn. Das ist nämlich auch das Spannende. Oder ich lasse ihn einfach einmal mit dem Hi, das berührt mich einfach nicht. Deswegen, was soll ich auf ein Hi antworten? Ein Hi zurück oder gar nichts antworte ich drauf. Und der kann dann nachdenken und sich überlegen, na gut, die Frau interessiert mich, ich sollte mich da ein bisschen mehr anstrengen. Auf ein Hi reagiert die nicht. Ah, interessant, die springt da nicht auf das Ganze an. Dann wird schon wieder spannend für ihn. Oder es ist einfach ein Bröselverteiler oder sonstiges und es kommt eh nichts. Außer drei Wochen später wieder ein Hi mit einem anders geschrieben, mit einem H-I. Dann kannst du es beim ersten Mal schon sparen. Ja, genau. Ja. Und ich will also noch dazu sagen, da geht es jetzt nur, es geht auch darum, dass wir uns dann als Göttin auch schon zeigen. Ja. Das ist schon die erste Einladung vom Universum. Wenn ein Hey kommt, darf ich als Göttin einfach auch nicht reagieren, so wie du sagst. Es ist dann einfach da lege ich schon meine Standards klar. Und dann schauen wir, was ob da noch was kommt oder und nicht. Und das interessiert dann auch keinen, nein. Ja. Und dasselbe kommt, nächste Frage bei, wie geht's dir? Ja, es kommt einfach nach langer Zeit, nach wochenlanger Funkstelle, kommt auf einmal, wie geht's dir? Ja, springe ich nicht an. Bin wieder da. Ich springe wieder an. Hallo, hier, hallo, hier bin ich. Ja. Ist gleich wertvoll wie ein Hi. Genau, braucht man nicht antworten, weder auf ein Hey noch auf eine Frage, das ist auch ganz wichtig. Es klingt jetzt vielleicht zu deppert, aber man glaubt aus Höflichkeit, das tut man nicht oder man will ja auch niemanden enttäuschen. Ja, da stecken ja so viele Muster dann oft drin, ich muss da antworten, obwohl alles immer sagt, ich will ja gar nicht. Da dürfen wir auch wieder ganz gut auf uns hören. Man muss ja auch nicht. Danke. Ja. Gell? Da nickt's. Und dann ist noch wichtig, und das will ich auch nochmal sagen, zwei Sachen sind es noch. Er antwortet auf meine Instagram-Story und schickt eine Flamme. Soll ich ihm jetzt schreiben? Nope. Nein. No reaction. Genau. Braucht man auch nicht mehr sagen. Und er sieht sich, und das war auch letztes Mal ein großes Thema, meine Insta-Stories an oder den WhatsApp-Status. Was will der jetzt von mir? Na nix. Nein, das hat keinerlei Bedeutung. Du würdest es wissen, wenn er was von dir wollen würde. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. Kann man dazu nicht sagen, finde ich. Ja. Also wenn wir uns fragen, was will er bloß von mir, wir es nicht wissen, will er nicht viel von mir. Ja, genau. Wenn wir es nicht wissen, dann ist nichts da. Dann ist nichts da. Weil wenn Männer was von uns wollen, dann wissen wir es. Dann ist es ganz klar, dann zeigt er uns das, der sagt uns das, der gibt nicht mit heimlichen Zeichen, wie ich schaue mir die Insta-Story an und das hat eine große Bedeutung. Nein, das ist schon wieder in unserem Frauenkopf, geht es da wieder so ab. Real gesprochen ist da gar nichts.
aktiviert auch unsere Unsicherheit, dass wir jetzt was tun müssen. Ja, genau. Wenn wir das Gefühl haben, was will der jetzt bloß? Na, dann werde ich ihm mal nachfragen. Ich tue mal was. Ich nutze die Gelegenheit und, gleich auch. Ja, genau. Da ist ein Strohhalm. Ja, genau. Ich frage mal nach, was wolltest du? Du hast dir meine Insta-Story angeschaut. Mensch, ja. Allein der Gedanke, ja. Aber, und dann kommt natürlich sehr oft nichts. Ja. Weil der will nämlich nichts. Und der will jetzt auch nicht in Kontakt treten. Deswegen bitte ersparen wir es uns gleich. Und wenn der deine Insta-Story anschaut, kannst du mal fragen, warum ist der noch bei deinen Instagram-Freunden, obwohl der uninteressant ist. Und Punkt 2, wir dürfen ihn einfach ignorieren. Ja, jetzt brauchen wir und Punkt 3, wir dürfen mal da ganz ins göttliche Energie hineingehen und aufhören damit zu schauen, wer schaut denn unsere Instagram-Stories an. Ja, das ist vollkommen richtig. Weil das ist wirklich, das ist wirklich eigentlich niedriger Selbstwert. Da machen wir uns wirklich klein, um uns da Bestätigung und Wertschätzung zu holen, um zu schauen, wer schaut denn da überhaupt. Ja, vor allem man überlegt sich es vor, ist dann 80 irrelevant, Mal, ja. Was man macht, damit er es anschaut, damit ich einen Strohhalm habe, dass ich dann reagieren kann, weil er hat es ja gesehen. Und wenn er nicht schaut, ist das. Und wenn der schaut, dann wenn der und der und der schaut, dann fühle ich mich heute gut, weil die drei haben mich jetzt angeschaut. Ja, aus dem genau. Darf ich rauskommen. Der hat mich angeschaut. Ich mache meine Instagram-Story, also wir machen ja privat gar keine, aber dann mache ich meine Instagram-Story, weil ich diese Story machen möchte für mich und nicht mit dem Zweck, dass ich möglichst viele, keine Ahnung, Anerkennungspunkte in meinem Inneren sammle, weil es doch drei coole Typen gesehen haben oder der eine hat es gesehen und dann fühle ich mich gut oder nicht gut und aus dieser Abhängigkeit dürfen wir uns bitte befreien. Es ist, das ist einfach nur eine Instagram-Story. Ja, genau. Und die hat überhaupt keinen Wert. Null. In Wirklichkeit. Es geht genauso um Likes oder sonstige Dinge, ja, genau. Irrelevant. Er hat mein Foto geliked. Da muss ja was dahinter stecken. Nein, tut's nicht. Nein. Denn das raus nicht. Damit. Und das wir brauchen ist nicht das, auch das nicht. Was eine Göttin Nein, verdient braucht. Hat ja. Oder braucht. Nein. Genau. Ist so. Ba-baum. War's das mit den Fragen? Das war's mit diesen Fragen, ja. Okay, dann komme ich mit der nächsten. Das ist auch etwas, was wir so gut verstehen und wirklich, wirklich, wirklich oft haben bei den Frauen bei uns. Und zwar Kinderwunsch, innerer Druck der biologischen Uhr. Das Gefühl, die biologische Uhr tickt. Und da möchte ich wirklich sagen, ich spreche es einfach aus, wie es aus unserer inneren Statistik ist. Noch jede Frau hat ihren Kinderwunsch erfüllt bekommen, die wirklich einen starken Kinderwunsch hat. Mhm. Also die wirklich da sind, natürlich gibt es dann diese Themen, man liest dann auch ganz viel im Internet und so weiter und dann kommen dann diese Beiträge, wo dann steht, man muss sich dann damit abfinden und keine Ahnung was. Nein, das geht, wir haben so tolle Geschichten, Frauen weit über 40, die das erste Kind bekommen, die dann den richtigen Partner und es geht dann ratzifatzi und es passt und sie ist schwanger und das gesunde Kind ist da, all das ist also wirklich, also wir haben auch Geschichten bitte, wo sich Frauen künstlich befruchten lassen oder sich die Eizelle einfrieren lassen. Diese Geschichten haben wir auch dabei. Aber ich rede jetzt wirklich von diesen Sachen, die wir halt wirklich ganz, ganz wundervoll miterleben, sind die Geschichten, wie die biologische Uhr tickt. Und das geht sich nicht mehr aus, weil ich habe den Partner nicht und bin jetzt 42, 43, 44 teilweise. Ja. Und auf einmal steht er da. Und die ist mit 45 schwanger und hat halt ein paar Untersuchungen mehr, weil man halt da heutzutage gilt man ja ab 40 einfach als Spätgebärende und da wirst du ein bisschen engmaschiger kontrolliert, ja. Aber mehr ist es nicht und in Wirklichkeit hat sich auch unser Körper verändert, bitte. Es hat sich die ganze Zeit nach hinten, die Frauen kriegen viel später den Wechsel als noch vor 20 Jahren und so weiter. Mhm. Also man darf da wirklich auch drauf vertrauen, wenn der Kinderwunsch da ist, es wird sich alles ausgehen, es geht sich aus. Genieß dein Leben, mach dein Ding und es wird sich alles ausgehen. Es wird sich ausgehen. Genau. Definitiv. Bei mir ist Nummer 1, gell? Aha, okay, na dann habe ich noch. Ich habe noch viele. Aber ein paar machen wir noch. Ein paar machen wir noch, ja. Ich lese mal das kurz vor. Ich meine, wir hatten das auch schon ein paar Mal, aber ich will es jetzt nochmal betonen. Ich fühle mich als Single in einer ständigen Warteschleife. Da haben wir wieder die Warteposition. Bis mein wahres Leben endlich losgeht. Ich möchte mich auch endlich vollständig und angekommen fühlen. Und das hatten wir heute schon öfters und deswegen will ich es jetzt noch einmal vorlesen, weil das auch oft ein Thema ist, dass man vielleicht sich schon vollständig fühlt als Mensch, aber trotzdem, bis mein wahres Leben losgeht, da braucht es halt dann schon noch den. Ja?
da darf man auch bewusst aussteigen. Ja, das ist das, so wie du es halt auch schon gesagt hast, wir sitzen nicht im Arztwartezimmer auf dem Warteplatz als Single und warten, bis wir aufgerufen werden. Und wenn wir nicht aufgerufen werden, müssen wir halt sitzen und sitzen und sitzen. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Und das ist auch etwas, was ich dann sehr gerne dazu sage. Möchtest du, wenn der Richtige, sagen wir jetzt einmal nehmen wir mal wirklich einmal ein bisschen eine extremere Zahl her, der kommt jetzt erst in 10 Jahren oder in 15 Jahren. Und möchtest du dann mit ihm beim Sonnenuntergang stehen, beim Ausschauen und den Sonnenuntergang genießen und da denken, ich habe jetzt meine letzten 15 Jahre nicht genossen, weil er nicht da war, weil ich gewartet und gewartet und gewartet habe, oder möchte ich zurückschauen mit meinem Richtigen und sagen, ich habe so ein schönes Leben, erfülltes Leben, ich kann dir das erzählen, ich kann dir das erzählen, ich habe das erlebt und jetzt bist du da und ich lebe mein Leben mit dir jetzt bis zu meinem Lebensende in absoluter Erfülltheit und Liebe. Und vorher war ich auch in absoluter Erfülltheit und Liebe. Also ja, wir dürfen uns da wirklich rausnehmen. Ist auch eines der Schlüssel, sagen wir uns ehrlich. Ja? Wir dürfen uns bei uns selber ankommen und auch da aus dem Suchen raussteigen. Nur mit dem geht es dann. Es geht mit uns selber auch schon sehr gut. Und das ist auch eigentlich, da dürfen wir uns selber so viel wert sein, dass wir uns selbst das Leben im Hier und Jetzt so gestalten, wie wir uns das wünschen. Ja. Egal, wer da dabei ist und wer nicht. Ja. Das darfst du für dich machen. Ja. Und da dürfen wir hinschauen. Gut. Ich nehme die meine nächste. Meine Fragen sind alle fertig. Ja, dann ich werde jetzt ein paar der Reihe nach ein bisschen zackiger vorlesen. Einfach, ja. Ich mag mich selbst nicht. Ja. Da sind wir halt auch im Thema Selbstannahme, weil das Erste, was mal halt dann kommt, man muss sich nicht erst selbst lieben, da haben wir auch diese schöne Podcast-Folge, um geliebt zu werden da drinnen, und natürlich darf man sich doch ein bisschen hinspüren, welche Teile sind das, welche brauchen noch mehr Annahme von mir selber, weil es gibt die und die Tage, und es gibt auch Tage bei uns, da mögen wir uns jetzt nicht so, aber auch die dürfen sein, und ich glaube, da darf man ein bisschen hinspüren, das ist der erste Impuls, der für mich dann kommt. Dass man alles annimmt, wie es jetzt ist. Dass ich mich heute total mag, morgen mag ich mich gar nicht. Oder ich mag mich jetzt gar nicht. Und wenn man dorthin spürt, wird es auch automatisch gleich leichter. Ja. Weil alles sein darf. Das ist ganz wichtig. Das macht keinen Druck mehr. Und wenn du das Gefühl hast, da nicht rauszukommen, dann hol dir da bitte Unterstützung. Das lässt sich so schön auflösen. Das ist wirklich. Nächster Punkt, Zukunftsängste. Ja, da sind wir halt dann. Ist die Entscheidung, ich nehme es gleich. Da dürfen wir uns dann entscheiden, wo sind wir gerade? Leben wir in der Vergangenheit, leben wir in der Zukunft, oder dürfen wir uns entscheiden, wir sind aber hier und jetzt da. Wir wissen alle nicht, was kommt. Wir haben keine Ahnung, was in der Zukunft ist, wir zwei da auch nicht. Ja, da können wir noch so viel Göttinnen-Energie haben, da richtig in die Kugel schauen können wir noch nicht. Aber wir können uns das hier und jetzt, heute, jetzt, wie es ist, so gestalten, dass es für uns richtig ist. Das ist eines der wichtigsten Schlüssel. Das relativiert halt so einiges. Ganz genau. Ja? Weil die Angst ist nur da, wenn wir entweder mit unseren Gedanken in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft. Und da geht es halt um Zukunftsängste. Dann quäle ich mich damit, was könnte sein, was könnte passieren. Und ich sage es auch gleich dazu, all unsere Ängste, das ist niemals das, was sich in unserem Kopf abspielt, ist niemals wahr. Es ist niemals das, was real passiert oder sonstige Dinge. Unser Verstand und unser Ego und diese Ängste malen sich die schwärzesten Szenarien aus, die niemals eintreffen. Nie, 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 nie. Ja, das ist auch ganz wichtig, und ich darf mich bitte entscheiden und da wirklich alles daran setzen, das zu trainieren, immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Was ist ganz jetzt gerade? Ja, genau. Und was ist der Schlüssel? Ist. Ist nämlich dann. Genau. Ja. Nächstes, dass er 40 mich 44 für eine Schülerin 15 verlassen möchte. Da geht der Alarm hoch, also da geht es wirklich dann auch gut. Das ist auch gesetzlich gar nicht erlaubt. Also wenn Da sollte er sich wirklich ein bisschen Unterstützung und Hilfe holen und seine Finger im Zaum lassen, weil vielleicht ist er dann Lehrer auch noch, weil für eine Schülerin verlassen würde. Na, schrecklich. Das soll er nicht. Und wenn du so einen Mann an deiner Seite hast, würde ich da echt einmal da ordentlich auf den Tisch schauen und sagen, was rennt da schief? Ich meine, du verliebst dich dann ein Kind oder was? Du bist ein erwachsener Mann, was willst du von einem 15-jährigen Mädchen? Ja, na gut, da rennt ja so einiges schief. Also das braucht man gar nicht da. Ja. Besprechen. Also. Was haben wir da? So viele sind es gar nicht mehr. Ich versuche, die wahrscheinlich Liebe meines Lebens zu vergessen und zu verarbeiten. Oh, dann fühlst du dich immer fest umarmt von uns. Ja. Ja, das ist nämlich nicht die leichteste Phase, das können wir voll nachvollziehen. Ja, und das ist, der Schmerz wird gehen, nicht? Das ist genau das, es wird leichter werden.
Und so wie sich das auch anfühlt, machst du das total super und genau richtig, wie es bestmöglich geht in Wirklichkeit. Gell? Und auch wenn er gefühlt die Liebe deines Lebens jetzt war und es zwischen euch nicht passt, dann kommt noch eine ärgere Liebe deines Lebens. Ganz sicher. Ganz sicher. Auch wenn das jetzt noch nicht greifbar ist und man das gar nicht hören will und sonstiges, aber gib dem Schmerz Raum und gib dir Raum, das zu verarbeiten, und wir versprechen dir hoch und heilig, da kommt noch mehr. Da kommt noch das Richtige. Wie auch immer es sein sollte. Ja. Das ist das Nächste auch. Ich kann ihn einfach nicht vergessen. Loslassen fällt mir extrem schwer. Ja. Also dieses Loslassthema ist, ja, das ist einfach auch ein Zeitthema und Geduld. Und auf Zwang loslassen geht auch nicht. Ja, nein. Das muss man halt wirklich sagen. Also da können wir wieder wenn man den Raum dafür gibt, dass es dann losgelassen wird, wenn es losgelassen werden soll, dann hält man nicht so fest und dann wird es auch leichter. Ja. Loslassen ist wirklich, das kann man nicht zeitlich begrenzen auch. Ja? Und man hätte es halt dann gern, aber je mehr man dran festhält, desto schwieriger wird das Ganze, desto mehr Aufmerksamkeit will das Ganze. Ja? Und deswegen darf man auch da wieder voll das annehmen, was ist. Ja. Und auch sagen, hey, ich mache das jetzt schon super und es wird leichter werden, ganz klar. Und ich möchte noch eins dazu werfen, dieses Loslassen, wenn wir das Gefühl haben, ich halte an etwas fest, weil das ist ja sozusagen der Gegenspieler zu diesem Loslassen. Ich halte fest und ich lasse bewusst nicht los. Und wenn wir hinspüren, dann macht uns das eng, es macht uns zu, wir verkrampfen uns. Und das ist eine geschlossene Energie, es kann dann einfach nicht fließen. Und ganz wichtig, wenn wir es festhalten, dann kann das Universum für uns nicht arbeiten. Wir blockieren das Universum. Also wir dürfen uns auch dazu entscheiden, dass ich loslassen möchte. Und dann wird es mit der Zeit und mit der Energie und mit dem Universum und all der guten Energie, was da draußen ist, ja, wird es dann leichter werden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig beim Loslassen. Genau. So, das haben wir schon gehabt. Das haben wir auch schon gehabt eigentlich. Das nehmen wir auch. Das lassen wir auch. Das Trennung haben wir auch. Wir sind durch. Jawohl. Warte mal, da haben wir noch eines. Wie ich in die finanzielle Freiheit von einem Mann komme und ausziehen kann. Das ist spannend. Ich meine, da wissen wir natürlich jetzt nicht die gesamte Situation im Hintergrund, aber die Frage ist schon gut gestellt. Wie komme ich in die finanzielle Freiheit? Und diese Frage, die ist sehr proaktiv, die ist sehr, wie soll ich sagen, die beinhaltet viele, viele, viele Antworten für dich. Und dich zu fragen, wie komme ich in die finanzielle Freiheit? Ja, wie kann ich mich finanziell befreien? Wie kann ich dann noch mehr, was brauche ich dazu? Was braucht es dazu, um da Antworten kommen zu lassen und sich dafür zu öffnen? Da kommen die richtigen Antworten. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich mir frage, warum komme ich nicht weg, warum bin ich finanziell abhängig von diesem Mann, ja, zieht mich das runter. Und sie stellt aber die Frage schon wirklich gut. Und es gibt immer Lösungen und Wege, wenn du dich dafür aufmachst. Es gibt Gemeindewohnungen, es gibt Sozialwohnungen, es gibt wirklich Unterstützer in unserem Leben, die uns da unterstützen können. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn es wirklich nur daran liegt, am Finanziellen nur. Ich weiß, das ist ein großer Brocken. Gibt es aber Wege und Möglichkeiten, die dir helfen, da rauszukommen. Und da ist auch wichtig, wir Frauen dürfen auch um Hilfe bitten, wir dürfen um Unterstützung bitten, wir dürfen unser Umfeld aktivieren, wir dürfen Behörden aktivieren, wir dürfen den Staat aktivieren, der uns da in diesen Situationen einfach hilft. Und da mal Schritte zu setzen, erste Schritte, dort einmal zu fragen, okay, was gibt es da Möglichkeit bei dieser Behörde? Und die sagen dann, nein, wir können aber nicht helfen, aber melden Sie sich mal dort oder dort. Dort gibt es vielleicht etwas für Sie, dort gibt es Unterstützung. Also man kommt dann Schritt für Schritt immer weiter. Und die Frage, wie kann ich das machen, ist schon eine sehr, sehr gute Frage. Und wir vertrauen und wissen, du schaffst das. Du wirst in ein paar Monaten komplett befreit sein. Vertraue drauf. Es ist gerade der Prozess, du bist gerade mittendrin, dich davon zu befreien. Großartig. Aha, warte, habe ich noch was. Warte, ich schaue da noch, ob da noch was Wichtiges dabei ist. Mein Männermuster. Lila. Da haben wir eine gute Empfehlung. Unser Workbook. Wir haben ein super Workbook. Ja, Muster. Wenn es darum geht, ein Muster auflösen zu wollen, damit wir endlich frei sind für gesunde Beziehungen, haben wir ein wundervolles Workbook, ungesunde Beziehungsmuster verstehen und lösen. Bei uns im Shop zu erwerben. Kurze Werbepause dazwischen. Da haben wir auch noch Verlust, Angst und Verlassenheitsgefühle. Ja. Auch passt auch ins Beziehungsmuster hinein. Genau. Genau, darum geht's. Dämon.
von denen wir uns befreien können. Mhm. Da haben wir nochmal Zukunftsangst. Ich schaue nur einmal durch, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe. Ja, okay. Affäre haben wir da mehrmals. Ja, das kommt so oft. Vermisse die Affäre und diese Geschichten. Warum erzählt er mir von anderen Frauen? Klammer, wir sind nicht zusammen. Ja, das ist natürlich auch eine Frage. Also Fakt ist auf jeden Fall, beim ersten Date darf es um euch beide gehen. Ich weiß nicht, ob das eine Date-Situation ist, ob das, was nicht freundschaftlich ist und so weiter und so fort. Aber man braucht sich nichts von anderen Frauen anhören. Nein, das Meinung interessiert nach. Mir auch. Ja, also, entweder ist er total unsicher und ja, will sich damit ein bisschen aufblasen, weil er unsicher ist und sich da, es gibt noch viele andere Frauen, oder will sie damit verunsichern, ja, in Wirklichkeit, aber es gehört einfach nicht rein. Nein, das darf einfach um alles andere gehen, als um vielleicht noch Ex-Beziehungen oder so, das interessiert alles echt niemanden. Ist ein Red Flag. Genau, braucht man nicht. Auf alle Fälle. Angst vor Beziehung, deswegen Freundschaft plus, aber dann will ich doch eigentlich eine Beziehung. Ja, das ist noch, bitte unbedingt die Podcast-Folge anhören, bereit für eine Beziehung. Da geht es wirklich um das. Also dass auch wenn wir Angst vor der Beziehung haben und deswegen noch in der Freundschaft plus drinnen bleiben, du spürst das eh, gibt es noch irgendwo einen kleinen Knoten, wo die Bereitschaft noch nicht ganz da ist, und der lässt sich aber wunderbar auflösen. Also das ist, wenn der Kerl fast alles mitbringt, was ich mir wünsche, aber äußerlich nicht meinem Typ entspricht. Ja, dann dranbleiben. Zu dick, braunhaarig, das haben wir alles. Schau es bitte an. Genau, darum geht es bitte nicht. Ja? Nein, das kann sich... Das ist klar. Die Äußerlichkeit, sag auf einmal, es ist oft so. Es ist wirklich oft so, dass der typmäßig gar nicht passt oder der gefällt mir nicht, aber er ist so süß und so lieb und so lustig und keine Ahnung was, er bringt alles mit, ja, aber optisch nicht, und dann schaut man sich's an und geht da weiter rein und plötzlich verliebt man sich in diesen Kerl und der wird wirklich richtig so süß und cool. Ja, also, was haben wir noch? Trennung. War ich der toxische Teil der Beziehung? Mhm. Ja. Das ist überhaupt mit diesem toxisch wirklich. Ja, da müssen wir mal Erfolg lasst machen. Uns da mal aussteigen aus wirklich dem. Vielleicht war einfach toxisch. Was hat nicht passt oder schwierig oder kompliziert. Aber das hat einfach nicht sein sollen. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Oft ist es ja genau das. Und fertig. Das sind so viele noch, aber das haben wir alles so circa schon gehabt. Eine Trennung. Frage, ob ich jemals wen finden werde. Wird mich jemand auch lieben, wenn ich meine Probleme habe? Ja, na unbedingt. Alles, was zu dir gehört, ist liebenswert. Punkt. Ja, absolut. Date gerade einen Mann, der Richtige sein könnte, aber die Schmetterlinge fehlen. Und jetzt? Na dann weiter. Schaust du weiter an. Schau, ob da was passiert kommt. Auch sehr oft bei uns Frauen, dass er schon viel interessierter ist und keine Ahnung was, und bei uns denken wir, na, ich weiß nicht und keine Ahnung, so toll ist er jetzt, irgendwas fehlt und keine Ahnung, und auf einmal, bam, Date Nummer 7 oder Date Nummer 5, keine Ahnung was, schlagt volle Kanne ein. Wirklich. Trennung. Warum kämpfen Männer heutzutage nicht mehr um eine Frau? Das ist überhaupt nicht wahr. Es gibt genauso die Männer, die volle Kanne kämpfen und alles dafür tun, haben wir auch in unseren Paargeschichten, wo sie nicht mehr will und er alles tut und drinnen bleibt und in Paartherapie geht und das macht und das macht und um diese Frau kämpft bis zum geht nicht mehr. Da haben wir wieder toxische Geschichte, da haben wir was, das machen wir nicht, das ist zu intensiv. Tiefe Einsamkeit. Da kannst du sicher was sagen, Lila. Zur tiefer Einsamkeit. Ja, da haben wir auch viel schon gehabt. Das ist das, was du heute auch schon gesagt hast. Da geht es um unerfüllte Bedürfnisse. Ja. Da glaubt man, jemanden brauchen zu müssen, damit man sich vollständig fühlt. Und das Gefühl der Einsamkeit zeigt uns in Wirklichkeit nur, dass wir uns mit uns selbst verbinden dürfen und dass wir uns selbst da wieder Aufmerksamkeit schenken dürfen. Einsamkeit ist ein wundervolles Indiz dazu, dass wir im Außen sind, in Wirklichkeit. Ja, und wenn wir uns wieder mit uns selbst verbinden und uns wirklich auch intensiv fragen, was ist es gerade, was ich am meisten brauche, damit es mir besser geht, dann bist du wieder bei dir und steigst auch automatisch immer mehr aus der Einsamkeit aus, ganz klar. 12 Jahre verheiratet und keine Gefühle mehr für meinen Mann. Wir haben uns entfremdet.
Das sind Phasen in einer langjährigen Beziehung. Das darf bitte sein. Und ich würde da, bevor ich aufgebe, da sind wir wieder die Verfechterinnen der Liebe, haut euch bitte Vollgas rein. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Liebe wieder entflammen zu können, wieder wachsen lassen zu können. Die ist irgendwo am Weg des Alltags liegen geblieben. Und plötzlich hat man das Gefühl, man hat keine Gefühle mehr. Und als eines, finde ich, der wichtigsten Fragen ist, habe ich in dieser Beziehung alles gegeben? Genau. Und also man wäre überrascht, wie oft Paare zu uns in die Praxis kommen, die das Gefühl haben, sie lieben sich nicht mehr, und wie verliebt die nach einer Zeit dann wieder rausgehen, wo plötzlich wieder Verliebtheitsgefühle, Schmetterlinge, Aufregung, die tiefe Liebe wieder da ist. Also bitte, 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 wenn noch nur ein Fünkchen noch da ist, gebt's alles, haut's euch nochmal rein, es zahlt sich sowas von aus, das noch einmal auszuprobieren und da reinzugehen und wirklich, aber ein bisschen Geduld auch, also das geht nicht von heute auf morgen. Wirklich, okay. Ich glaube, ich kann nicht aufhören. Steffi tut jetzt das Handy weg. Und weil wir haben ja noch eine wundervolle Masterclass auch noch vor uns, ja, wo wir in all das vollkommen reingehen werden, wirklich, in volle Goddess-Energy. Und wir wollten heute einfach mal auch mit dieser Folge diese Göttinnen-Grundhaltung auch so positionieren, damit man spürt, wenn man da drinnen ist, wie viel leichter es dann werden kann in Wirklichkeit. Und dass wir uns nicht mehr dumm strudeln müssen und irgendwie ablenken lassen müssen und so weiter und so fort. Also. Und vor allem auch, das möchte ich wirklich zum Schluss nochmal mitgeben, an all die Frauen da draußen, wir sagen es so oft, aber du verdienst einfach alles. Du verdienst alles. Einen Mann, so der dich mit Haut und Haar will, der alles, der dafür tut, dass er mit dir zusammen sein kann, der sich Dinge überlegt, wie er dich ausführen kann, der sich da wirklich ins Zeug schmeißt. Und das ist auch der natürliche Weg. Die Männer wollen das auch. Die wollen für eine Frau alles tun. Die wollen sich da beweisen, die wollen sich anstrengen. Das gibt dem Mann was. Der baut sich auf, der kommt dadurch total in seine männliche Energie hinein und fühlt sich da auch richtig gut. Das ist nicht etwas, wofür er sich anstrengen muss im negativen Sinne, wo er sich bemühen muss, sondern das kommt aus ihm heraus, dass er das macht, dass er das will, dass er da alles gibt dafür, für diese Frau. Und wir dürfen auch lernen, das zuzulassen und das, was zu wenig ist oder wo das nicht passiert, auch wirklich von uns, wie soll ich sagen, da dürfen wir Abstand nehmen, raus aus Wartepositionen kommen, raus zu aus uns diesen, selber stehen. Ja, Affären aussehen, keine halben Geschichten, keine Spielchen, das dürfen wir selbst beenden. Solange wir da mitmachen, solange läuft das auch und solange kriegen wir das auch immer wieder vom Leben gespiegelt, weil wir es zulassen, weil wir es uns selbst nicht erlauben, dass wir so viel mehr verdienen. Und da dürfen wir hinkommen und das ist einfach auch unterm Strich gesagt, diese Goddess Energy, das ist es. Raus aus dem Mangel, rein in die Fülle, bitte. Ja. Darum geht's. Ja. Und mit der Grundhaltung ist dann auch alles möglich. Genau. Und am 8. Oktober 2021 gibt es die Goddess Identity Masterclass und die beruft, heißt das Wort so, auf all dem, was wir da jetzt alles auch gegeben haben. Und wir wollen auch wirklich noch einmal in diesem interaktiven Online-Workshop genau diese Energie anzapfen, um die es geht, um wirklich dieses erfüllte Leben zu führen. Mit natürlich gesunden Liebesbeziehungen. Das ist ja vollkommen klar. Also da steigen wir wirklich in diese Goddess Identity ein. Da übernehmen wir für uns alle diese Identität an, was es bedeutet. In unserem gesamten Leben. Genau. Und da freuen wir uns so richtig, bald geht's los und die Tore öffnen demnächst. Ja, zur Anmeldung. Also die Wartelisten durften sich ja schon anmelden. Ja. Und jetzt in den nächsten Tagen öffnen kommt die Tore für Öffnung. Alle. Also alle, die jetzt dabei sein wollen, könnt ihr euch jetzt dann bald einbuchen. Yes. Und wir freuen uns so richtig. Und jetzt da, glaube ich, ist alles gesagt. Alles ist gesagt. Wir können uns jetzt einmal da so gut sein lassen. Weil sonst halten wir ruhiger was ein. Sagen wir nur noch eines. Liebe, Bussi, Papa! Mua, mua, mua.